Also ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier heute Abend das Buch zu präsentieren. Ganz herzlichen Dank auch an den Suhrkamp Verlag, der hier stark vertreten ist. Aber keine Sorge, es sind auch normale Leute im Raum. Meine Damen und Herren, wenn es heute noch so Sprüche oder Wahlkampfslogans gäbe, wie seinerzeit während der Weimarer Republik, dann würde ein solcher Spruch heutzutage vielleicht lauten: Wer war es, die uns verrieten, liberale kosmopolitische Eliten? Reimt sich nicht so perfekt, aber Sie sehen hoffentlich, worauf ich hinaus will. Die Kritik an Letzteren kommt bekanntlich nicht nur von unten, sie kommt zum Teil auch von ganz oben. Einige von Ihnen werden sich vielleicht noch erinnern an ein Interview, das der Präsident Russlands diesen Sommer einer britischen Tageszeitung gab, wo er behauptete, der Liberalismus sei schlicht überholt. Insbesondere meinte er auch, dass dieses ganze Aufheben um Minderheitenrechte doch das Recht derer verletzte, die er als Kernbevölkerung Russlands bezeichnete. Die Reaktion derer, die sich im weitesten Sinne mit dieser Kritik als Liberale angesprochen fühlen, fällt ganz gegensätzlich aus. Da gibt es auf der einen Seite diejenigen, die geradezu trotzig reagieren und sich eigentlich munter der Klischees der Massenpsychologie des 19. Jahrhunderts bedienen und dann so ganz salopp sagen: Naja, die politischen Katastrophen unserer Tage, von Brexit bis Trump, das sind halt die irrationalen Massen, die solche Sachen verursachen. Mit anderen Worten, die Leute sind irgendwie an allem selber schuld. Es gibt aber auch die konträre Reaktion. Es gibt eine ganze Reihe von, wenn man das mal so sagen darf, ostentativ zerknirschten Liberalen, die sagen: Ja, das stimmt. Liberalismus ist irgend so eine Art kulturelles Elitenphänomen. Es stimmt, dass wir vielleicht den einfachen Leuten, was man natürlich dann nicht unbedingt mit diesen Worten sagt, mit kultureller Arroganz begegnet sind. Und man unternimmt dann zum Teil das, was in den USA inzwischen als Trump-Safari bezeichnet wird. Also man fährt doch in das sogenannte Flyover Country, ins Landesinnere, man fährt bevorzugt in Gegenden wie die Appalachen und schaut sich halt so um, wie die vermeintlichen Eingeborenen da wirklich leben, mit all ihren Problemen, von Opiaten bis zu allen möglichen kulturellen Rückständigkeiten. Das Interessante an diesen Reaktionen ist, dass sie in gewisser Weise die Kritik oder auch die Charakterisierung von Liberalismus akzeptieren. Dass diejenigen, die sagen: Ja, bei Liberalismus geht es letztendlich um sowas wie Rationalität oder wir haben in der Tat sowas wie politischen Kognitivismus, wo wir immer die richtigen Lösungen haben als Liberale und die anderen sind irgendwie so ein bisschen hinten dran oder außen vor, akzeptieren eine gewisse Form von Kritik. Und die anderen, die sagen: Ja, das stimmt, das ist letztendlich wirklich so ein Art kulturelles Elitenphänomen, sind im Grunde auch d'accord mit Teilen der heutigen Kritik. Ich möchte Ihnen heute Abend zwei Thesen präsentieren. Erstens will ich zumindest noch mal ganz kurz aus einer eher soziologischen Sichtweise auf den Elitenbegriff eingehen. Und keine Sorge, das ist keine Verteidigung von Eliten. Damit soll auch nicht gesagt sein, dass die heute weit verbreitete Kritik an Eliten in irgendeiner Weise schlichtweg illegitim sei oder dass alle, die Eliten kritisieren, deswegen automatisch Populisten sind. Ganz und gar nicht. Ich möchte nur im ersten Schritt darauf hinweisen, dass die empirischen Beschreibungen, die heute im Umlauf sind, in vieler Hinsicht irreführen und dass diejenigen, die diese Beschreibungen zum Teil ganz unkritisch übernehmen, der liberalen Demokratie keinen Gefallen tun. Und dann am zweiten Teil möchte ich näher auf diesen so problematischen und so umstrittenen Begriff Liberalismus eingehen. Ich möchte insbesondere zeigen, dass, wenn man das mit ganz groben Strichen zeichnet, es sich eine Landkarte anfertigen lässt, wo drei verschiedene Arten von Liberalismus unterscheidbar sind. Und ganz, ganz zum Ende werde ich noch zwei kleine Schlenker machen in aktuelle Debatten.
Die erste Debatte dreht sich um das, was heute gemeinhin als Identitätspolitik bezeichnet wird. Und der zweite Schlenker geht in Richtung Demokratie und insbesondere die Diskussion darüber, ob es wirklich so etwas wie eine illiberale Demokratie geben kann, geben soll, geben darf. Aber erstmal zu den Eliten. Die Rede von den liberalen kosmopolitischen Eliten ist ja sehr weit verbreitet. Es gibt ja sehr viele Sozialwissenschaftler auch, die inzwischen behaupten, eine ganz wichtige Konfliktlinie unserer Zeit verlaufe zwischen denen, die, wenn man es mal ganz neutral ausdrücken will, eher kommunitaristisch orientiert sind und auf der anderen Seite halt diesen sogenannten liberalen kosmopolitischen Eliten. Oder, sicherlich etwas, das viele von Ihnen auch schon öfter gehört haben, es gibt diese Unterscheidung, die der britische Journalist David Goodhart, der sich vor einigen Jahren mit sehr viel medialem Getöse von seinem liberalen Stamm, wie er das selber nennt, in London lossagte, die Unterscheidung, die dieser David Goodhart eingeführt hat, nämlich die zwischen den sogenannten Anywheres, die Leute, die angeblich überall leben, arbeiten und vor allem gut verdienen können, und auf der anderen Seite den sogenannten Somewheres, die halt an irgendeinen Ort gebunden sind, die in gewisser Weise viel verwurzelter seien. Diese Unterscheidung hat großen Erfolg gehabt. Nicht zuletzt unser ehemaliger Bundespräsident hat sie aufgegriffen in einem viel beachteten Artikel in der Zeit in diesem Sommer, wo er gesagt hat, ja, da ist schon was dran, dass man diese sogenannten Somewheres vielleicht auf irgendeine Weise heute vernachlässigt. Ich erlaube mir, etwas kritisch auf diese Unterscheidung zu schauen. Erster und sicherlich sehr pedantischer Punkt ist zu sagen, dass die sogenannten Anywheres halt doch nicht wirklich buchstäblich anywhere hinziehen oder arbeiten würden. Sie würden nämlich vor allem da nicht hinziehen, wenn man Goodharts Unterscheidung folgt, wo die Somewheres sich angeblich am meisten zu Hause fühlen. Also anywhere ist nicht wirklich anywhere. Zweitens, und das ist viel wichtiger, wie beispielsweise unser Kollege Michael Hartmann gezeigt hat, sind die, um es mal sehr krass, aber nicht falsch auszudrücken, die wirklich entscheidenden Eliten, die sich halt, ich hoffe, ich trete da jetzt niemandem zu nahe mit dieser Bemerkung, die sich halt größtenteils nicht an Universitäten finden, sondern in der Wirtschaft, in der Politik, in der Verwaltung etc., dass diese Eliten zum ganz überwiegenden Teil immer noch sehr, sehr national sind. Man könnte sogar hinzufügen, dass in gewisser Weise auch Universitäten in vielen Ländern letztlich noch zutiefst nationale Unternehmungen sind. Dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr mobil sind, natürlich. Auch Studierende in vieler Hinsicht sind sehr mobil. Aber wenn man sich fragt, wozu diese Institutionen zum Teil dienen, nämlich der Reproduktion von nationalen Eliten, dann ist es zum Beispiel auch gar nicht mehr so überraschend, dass die wirklich supranationalen Versuche, Universitäten aufzubauen, denken Sie an Florenz oder denken Sie an Budapest, oder ist ja nicht mehr Budapest, ist ja jetzt Wien, aus Gründen, die viele von Ihnen natürlich kennen, dass diese doch immer noch nur noch sehr, 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 sehr selten sind. So oder so, der wichtige Punkt ist, dass allein diese Beschreibung der vermeintlich hypermobilen Kosmopoliten für die eigentlich entscheidenden Eliten schlichtweg empirisch nicht gilt. Nächster und vielleicht wieder übermäßig pedantischer Punkt: Jemand, der im weitesten Sinne kosmopolitisch ist, im Sinne von weltgewandt, weit gereist etc., all die üblichen Klischees, die in diesem Zusammenhang auftauchen, ist deswegen natürlich bei weitem noch nicht automatisch liberal. Ihnen werden vielleicht auch Beispiele einfallen von Leuten, die in der Tat sehr viel rumgekommen sind, als Wirtschaftsführer, als Diplomatin etc. Und in diesem Sinne auch sicherlich sehr weltgewandt. Aber dass diese Leute automatisch wirklich toleranter, offener oder gar automatisch für offene Grenzen seien, das ist nochmal ein weiterer Schritt, der nicht so unbedingt folgt. Und letztlich, selbst da, wo sich die Akteure selber vielleicht als dezidiert liberal verstehen, ist ja noch bei weitem nicht offensichtlich, was genau liberal dann eigentlich heißen soll. Sogar diejenigen, die sagen würden, ja, wir reklamieren auch ein ganz bestimmtes Erbe der Aufklärung für uns, mögen sich noch in einer ganz, ganz breiten Spanne finden zwischen denjenigen, die vielleicht wirklich sagen, ja, Abschaffung aller Grenzen, und denjenigen, die sagen, nein, nein, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit einem, sagen wir mal, Verfassungspatriotismus, wo Nationalstaaten immer noch bestehen bleiben,
wo man sagt, wir sozusagen eignen uns die Ideale der Aufklärung, immer vor dem Hintergrund einer ganz spezifischen, letztlich nationalen Kultur an. Das nur als mehr oder weniger pedantische Einwände gegen diesen aus meiner Sicht allzu schnell, allzu salopp gebrachten Vorwurf, dass ja irgendwas mit diesen Eliten falsch sei und spezifisch und eher sozialwissenschaftlich, dass es diese Unterscheidung heute wirklich als entscheidende politische Konfliktlinie so gibt, wie sie häufig dargestellt wird. Das lässt natürlich sofort die Frage entstehen, naja, und was soll das nun eigentlich sein? Liberal? Erlauben Sie mir, für ein paar Minuten in die Ära zurückzugehen, wo nicht nur das Wort, sondern in vieler Hinsicht auch wirklich die, wenn man das so sagen darf, die Urphänomene von Liberalismus zum ersten Mal auftraten. Und das heißt, das 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert, wenn man das mit ganz, ganz groben Strichen zeichnen darf, lassen sich zwei Formen von Liberalismus unterscheiden. Zum einen ein Liberalismus, der dezidiert orientiert ist am Ideal von individueller Autonomie und, noch präziser, einem Ideal von individueller Entfaltung aller persönlichen Möglichkeiten. Die Art von Sachen, die in diesem Lande beispielsweise Wilhelm von Humboldt hochhielt, der gesagt hat, man sollte sich einer möglichst großen Mannigfaltigkeit von Situationen aussetzen, immer wieder seine Talente, seine ganzen Fähigkeiten auf neue Weisen entwickeln, nie stehen bleiben, immer weiter streben, immer mit Neuem experimentieren. Und darin traf er sich beispielsweise mit John Stuart Mill, der sogar diesen Ausdruck prägte, Experiments in Living, wo er sagte, man sollte eigentlich also ständig dem Neuen gegenüber offen sein, ständig rumexperimentieren, ständig quasi an der eigentlichen Persönlichkeit arbeiten. Sie sehen vielleicht auch oder hören schon in meinem Tonfall, dieser ganze Duktus kann zum Teil etwas Penetrantes, Streberhaftes haben. Also man darf nie stillstehen. Man muss immer sich weiter nach vorne bewegen auf irgendeine Weise. Und vielleicht nicht ganz so offensichtlich, es kann auch zum Teil etwas leicht Egozentrisches, wenn nicht klar Narzisstisches haben. Also diese unglaubliche Fixierung auf den eigenen Charakter, der sich halt idealerweise gemäß einem gewissen postromantischen Ideal ständig in seiner ganzen Vielfalt entfalten soll. Das war das eine Ideal, ein dezidiert ethisches Ideal, ein Ideal, wo man im Grunde sagt, nur das Leben ist wirklich gelungen, was in dieser maximalen Entfaltung der eigentlichen Persönlichkeit besteht. Daneben, und da sage ich Ihnen jetzt nicht wirklich etwas Neues, gab es natürlich noch ein sehr viel mehr direkt politisches Ideal, nämlich die Vorstellung von Liberalismus als Abwehrrechte, vor allem aber nicht nur gegen den Staat, die Vorstellung von Liberalismus als Rechtsstaat und Konstitutionalismus, der vor allem die Privatautonomie, aber zunehmend auch die politische und öffentliche Autonomie der Einzelnen sichern sollte. Diese beiden Liberalismen können natürlich zusammengehen. Es ist natürlich relativ einfach zu sagen, die volle Entfaltung der eigenen Persönlichkeit braucht auch den Schutz von einer ganzen Reihe von Grundrechten, damit dieser Entfaltungsprozess erfolgreich vonstatten gehen kann. Es kann aber auch, dass es halt weniger offensichtlich Spannungen zwischen diesen beiden Idealen geben. Denn insofern sich die zweite Vorstellung auch hinbewegt auf eine Position, wo man sagt, gut, jeder Einzelne soll letztendlich nach seiner Fasson glücklich werden, der Staat soll idealerweise neutral gegenüber den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern sein, ist das natürlich ein Weg zu sagen, gut, es gibt ganz verschiedene ethische Ideale. Und auch das Leben, was nicht ständig in diesem Strebertum besteht, kann ein gelungenes Leben sein. Und man soll den Leuten nicht ständig vorhalten, dass sie stillstehen, dass sie vielleicht irgendwie zu konformistisch sind, dass sie halt nicht diesem ganz starken Humboldtschen oder John Stuart Millschen Ideal entsprechen. Darüber hinaus stimmt es aber auch, dass in gewisser Weise beide Vorstellungen, beide Traditionsstränge, um es jetzt mal sehr deutlich zu sagen, etwas Elitäres an sich haften haben. Der erste Strang, weil in den Augen vieler seiner Verfechter halt nur manche wirklich fähig waren zu diesem ständigen Strebertum. Und bei denjenigen, die den Rechtsstaat hochgehalten haben und die sich, wie Sie alle wissen, im Laufe des 19. Jahrhunderts so langsam an die Demokratie, die Massen, die sogenannte Massendemokratie angenähert haben, war natürlich immer ein enormer Vorbehalt
gegenüber der Partizipation aller Bürgerinnen, der Bürgerinnen sowieso nicht, aber aller Bürger, da wo man gesagt hat, nur diejenigen, die ihre Fähigkeiten vor allem durch Bildung und durch Besitz unter Beweis gestellt haben, sind auch verantwortungsbewusst genug, um an kollektiven Entscheidungen teilzunehmen. Das war zwar nicht für alle Zeiten festgeschrieben, deswegen war es auch für diese Art, für beide Arten von Liberalismus so wichtig, immer gleich ein Fortschrittsnarrativ mitzuliefern, damit man nicht dastand, wie beispielsweise irgendwelche Verfechter des Ancien Regime oder des Feudalismus, die im Grunde sagen würden, naja, eine gewisse Hierarchie unter den Menschen ist Gott gewollt, ist gegeben, kann man gar nicht ändern. Das sagten diese Liberalen natürlich nicht. Sie hielten natürlich immer die Möglichkeit der Veränderung offen. Und deswegen war es so wichtig zu sagen, ja, ihr könnt ja irgendwann alle partizipieren. Wenn, vielleicht nicht ihr, dann eure Kinder oder zumindest eure Kindeskinder, wenn sie erstmal genug Besitz und genug Bildung erworben hatten. Aber so der vielleicht nicht ganz feine Geruch des Elitären hing, und manche von Ihnen werden vielleicht sagen, hängt heute noch an diesen Vorstellungen von Liberalismus. All das passierte im 19. Jahrhundert. Wir wissen, dass, was dann im 20. Jahrhundert passierte, nicht unbedingt sehr positiv war aus Sicht derjenigen, die sich diese Art von Ideale auf die Fahnen geschrieben hatten. Gegen Ende dieses Jahrhunderts, oder präzise gesagt 1989, verfasste dann eine seinerzeit schon sehr bekannte, in Deutschland aber meines Wissens nach immer noch relativ unbekannte, politische Theoretikerin namens Judith Sklar, einen Aufsatz mit dem Titel Der Liberalismus der Furcht. Wenn Sie mir einen ganz kurzen biografischen Einschub erlauben, Sklar stammte ursprünglich aus Riga, war mit ihren Eltern unter horrenden Umständen, damals spezifisch vor den Stalinisten, aber im weiteren Sinne natürlich auch vor den Nationalsozialisten geflohen, kam am Ende dieser horrenden Reise in Kanada an, studierte dort, wurde dann Doktorandin in Harvard, wo sie für den Rest ihres Lebens blieb. Nach vielen, ich glaube, das kann man so direkt sagen, nach vielen Hindernissen, auch nach vielen Demütigungen, wurde sie letztendlich die erste Professorin in der Politikwissenschaft in Harvard Anfang der 80er Jahre und starb mit relativ jungen Jahren 1992. Also nur 3 Jahre nach der Veröffentlichung dieses spezifischen Aufsatzes Liberalismus der Furcht. Was an ihrem Ansatz besonders hervorsticht, ist, dass sie sich sehr bewusst absetzte von, mal grob gesprochen, der analytischen Philosophie in der Politikwissenschaft einerseits und auf der anderen Seite auch denjenigen, die vielleicht etwas zu sehr an einem standardisierten Kanon der großen politischen Denker hängen. Sie sagte, dass im Grunde eine bisher nicht ausreichend genutzte Ressource für das politische Denken auch in Literatur, Romanen, Zeugenberichten bestehe, weil sich aus diesen vor allem eins sehr deutlich lernen lasse. Laut Sklar lässt sich nämlich aus solchen Zeugenberichten, Romanen, wahrscheinlich auch Filmen, sehr deutlich lernen, dass das Schlimmste, was Menschen anderen antun können, der Grausamkeit besteht. Ihrem Dafürhalten nach war das 20. Jahrhundert als ein Jahrhundert, sehr grob gesprochen, des Totalitarismus, vor allem ein Jahrhundert, in dem Menschen mit anderen Menschen auf präzedenzlos grausame Weise umgegangen waren. Sie definierte deswegen Grausamkeit als das Summum Malum, das größte Übel überhaupt. Manche, wenn ich das als Fußnote einflechten darf, erinnern sich vielleicht, dass Richard Rorty in seinen Schriften dann diese Idee auch aufgegriffen und in vieler Hinsicht versucht hat, weiterzuführen. Darüber hinaus insistierte Sklar, dass ihre Art von Liberalismus nicht im engeren Sinne ein politisches Programm darstellte. Man also nicht sagen konnte, damit kann man jetzt Staat machen, das kann man in irgendeiner direkten Weise in Institutionen umsetzen. Darum ging es ja nicht. Es ging ja eigentlich darum, ein gewisses Sensorium auszubilden. Ihre Leser, wenn sie so wollen, sensibler zu machen für gewisse Erfahrungen.
Und deswegen, so banal vielleicht das für Sie zum Teil klingen mag, auch Ihr Imperativ, immer erst einmal denjenigen zuzuhören, die sich im weitesten Sinne als Opfer verstehen lassen. Man kann anfügen, wie ich das versucht habe in dem Buch, dass sicherlich unter allen Umständen die Opfer das erste Wort haben sollen. Was allerdings nicht heißt, dass Opfer auch immer notwendigerweise das letzte Wort haben müssen. Aber worauf ich klar in gewisser Weise hinaus wollte, war zu sagen, gut, man muss sich erstmal auf diese dichten Beschreibungen von Leidenserfahrungen einlassen, um gewisse Erfahrungen von Verletzungen, Verletzbarkeit, Unterdrückung und vor allem Grausamkeit zu verstehen. Und dann, und das ist, denke ich, von Ihren Lesern nicht immer gesehen worden, dann muss man wiederum den Weg zurückfinden zu einer viel konventionelleren Lesart von Liberalismus, nämlich dem, was sie selber den Liberalismus der Rechte nannte und was im Grunde nicht viel anders ist als das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, als diesen zweiten Strang des Liberalismus im 19. Jahrhundert, also der Liberalismus, der spezifisch am Rechtsstaat hängt, der spezifisch an der Sicherung von Grundrechten hängt, etc., etc. Sie selber, nur noch als Fußnote, weil wir vielleicht später darüber diskutieren möchten, sie selber sagte, dass der Liberalismus und die Demokratie zwei verschiedene Dinge seien, dass es eine Zweckehe gäbe zwischen den beiden, aber dass das halt nicht so die wahre Liebe sei, um im Bild zu bleiben. Und, man kann vielleicht hinzufügen, nicht jede Zweckehe funktioniert bekanntermaßen. Also insofern war zumindest Ihrem Denken nach ein gewisses Konfliktpotenzial angelegt in dieser, wie sie sich ausdrückte, diesem monogamen, aber eben vielleicht nicht immer völlig konfliktfreien Verhältnis. Erlauben Sie mir jetzt vor dem Hintergrund dieser Ausführungen, die vorhin schon mal kurz angekündigten Schlenker in zwei Diskussionen der Gegenwart zu machen. Zum Ersten das, was hauptsächlich von Kritikern, zum Teil aber auch von Verfechtern, inzwischen landläufig als Identitätspolitik bekannt ist. Etwas, das, Sie wissen das alle, vor allem von den Kritikern, häufig dargestellt wird als das Einfordern von zunehmend skurrilen Sonderrechten oder Privilegien oder Formen von Anerkennung von, wie es zum Teil ja sehr deutlich gesagt wird, quasi dauerbeleidigten Minderheiten, die ständig noch mit neuen Forderungen kommen nach der Anerkennung von immer ausgefalleneren Lebensformen, die jetzt angeblich eine Mehrheitsgesellschaft feiern muss, weil Diversität und Offenheit seien ja laut der Kritiker der liberalen Position irgendwie etwas an sich Gutes. Ich denke, dass wenn man den Rahmen, den uns klar in diesem Zusammenhang zur Verfügung stellt, den theoretischen Rahmen, der in gewisser Weise aber auch auf eine, wenn Sie so wollen, spezifisch moralpsychologische Perspektive auf unsere Welt hinausläuft, wenn man den versucht, hier in Anschlag zu bringen, dann stellt sich diese Geschichte mit der Identitätspolitik vielleicht etwas anders dar. Dann geht es nämlich nicht darum, dass man immer noch skurrilere Lebensformen anerkannt haben möchte, sondern es geht eigentlich darum, dass Bürgerinnen und Bürger sich auf die dichten Beschreibungen von Erfahrungen, von Grausamkeit, Verletzungen etc. erstmal einlassen sollten, um nachzuvollziehen, was da zum Teil passiert, und dann idealerweise den Schlenker zurückfinden zum Liberalismus der Rechte. Denn wenn Sie nur an zwei prominente, hochumstrittene, von vielen Kritikern als besonders problematisch angesehene Formen von Identitätspolitik in den USA denken, Black Lives Matter und Me Too, dann könnte man ja auf den Gedanken kommen, dass es da gar nicht um irgendwelche ausgefallenen Vorstellungen von Identität geht, sondern es ist ja im Grunde letztendlich um das Einfordern von Grundrechten. Dem Grundrecht beispielsweise, nicht von der Polizei erschossen zu werden. Oder dem Grundrecht, nicht von Männern auf irgendeine Weise belästigt zu werden oder gar vergewaltigt zu werden. Das fällt ganz, ganz häufig heute bei der Kritik an der sogenannten Identitätspolitik völlig außen vor, weil man sich nur auf die vermeintliche Zelebrierung von Diversität, Offenheit etc. konzentriert.
Das ist eine Schlussfolgerung, die sich vielleicht, wenn man diesen etwas anderen Blick auf Liberalismus wirft, wenn man Glasperspektive mit einbezieht, ergeben kann. Letzter Punkt, ein Schlenker zur Diskussion um Demokratie. Ich will Ihnen jetzt gar nicht weismachen wollen, dass es da überhaupt keine Konflikte geben könnte oder Carl Schmitt hätte völlig Unrecht gehabt mit seiner bekanntermaßen sehr scharfen Trennung dieser beiden Phänomene. Aber wenn wir spezifisch uns anschauen, wer heute diesen Slogan von illiberaler Demokratie verficht und sagt, ja, das ist keine Kritik an uns, das wollen wir, das ist genau das Richtige für uns, sprich die Orbans dieser Welt, diejenigen, die in vielen Ländern heute schon in der Macht sind und sagen, ja, wir weisen den Liberalismus explizit zurück, aber nicht die Demokratie, dann ist vor dem Hintergrund dieser Diskussion, denke ich, ein Punkt sehr, sehr wichtig. Wenn man sich nämlich, wie das leider heute eine zunehmende Zahl von Beobachtern tut, sich diesen Begriff dann zu eigen macht, durchaus zum Teil mit kritischer Intention, wo man schon sagt, naja, irgendwie läuft da schon was schief in Polen, in Ungarn, in der Türkei und so weiter, irgendwie ist das nicht gut, dass es da diese illiberalen Demokratien gibt, dann gibt es mit diesem vermeintlich neutralen analytischen Begriff ein nicht ganz unerhebliches Problem. Denn wenn man ihn benutzt, dann überlässt man ja in gewisser Weise den Orbans dieser Welt den Begriff Demokratie. In gewisser Weise sagt man ja, gut, die Demokratie habt ihr ja noch und wir monieren jetzt nur, dass es irgendwie nicht liberal genug ist. Und das ist problematisch auf gleich zwei Ebenen. Auf der einen, die man etwas salopp strategisch nennen könnte, was nicht heißen soll, dass wir nur auf dieser Ebene argumentieren sollten, aber sie ist auch nicht irrelevant. Was ich damit meine, ist, dass man im Grunde ein rhetorisches Eigentor schießt. Und im Grunde ja, den Orbans dieser Welt ist genau ermöglicht zu sagen, ja prima, wunderbar, wir wollen ja den Liberalismus sowieso nicht. Also vielen Dank, dass ihr als Kritiker von außen uns quasi zertifiziert als illiberal, aber vielen, vielen Dank, dass sie uns die Demokratie lässt. Denn wenn ihr uns das absprechen würdet, dann hätten wir ein viel größeres Problem. Es stimmt zwar, dass, wie schon in unzähligen Büchern, die quasi pro Woche inzwischen erscheinen, es stimmt zwar, dass die Zahl der Demokratien weltweit im Moment wahrscheinlich sinkt, aber es gibt immer noch eine unglaubliche politische und moralische Prämie für diejenigen, die sagen können, wir haben das aber. Und wenn das nicht so wäre, meine Damen und Herren, dann würden ja, wenn ich es mal so salopp sagen darf, die Regime in Aserbaidschan und Kasachstan etc. sich auch keine westlichen Politiker kaufen, damit die in internationalen Foren ständig behaupten, diese Länder seien ja auch wirkliche Demokratie. Also es ist fatal auf dieser rhetorisch-strategischen Ebene. Es ist aber auch begrifflich-theoretisch etwas hier sehr, sehr im Argen. Nämlich, dass, wenn Sie nicht gerade behaupten wollen, dass jedes Land, das nicht am Tag der Abstimmung die Wahlergebnisse direkt fälscht, schon eine lupenreine Demokratie ist. Wenn Sie das nicht behaupten wollen, dann würden Sie mir hoffentlich zugestehen, dass zu jeder Demokratie zumindest ein minimales Set von politischen Grundrechten gehört. Nämlich die offensichtlichen wie Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, wahrscheinlich auch so etwas wie ein halbwegs funktionierender Medienpluralismus. Und es sind ja gerade diese politischen Grundrechte, es ist gerade diese Art von Medienpluralismus, die in Ländern wie Ungarn, Polen, der Türkei, Sie alle kennen diese Liste, heute angegriffen wird, aktiv untergraben wird, etc. Mit anderen Worten, in gewisser Weise müssen Sie noch gar nicht mal unbedingt mit etwas kommen, das jetzt so liberal ist, um diese Regime zu kritisieren. Sie können sie erstmal damit packen, dass Sie sagen, Moment, das ist ja eigentlich im Grunde auch keine wirkliche Demokratie mehr. Im Grunde handelt es sich ja um etwas, das man vielleicht mit sehr viel Großzügigkeit noch als Form von beschädigter, aber mutwillig beschädigter Demokratie bezeichnen könnte. Insofern ist es fatal, wenn wir sozusagen mit gutem Gewissen Formeln anwenden, die einfach auf die heutigen Verhältnisse nicht passen, wenn wir dann auch de facto zum Teil so tun, als müsste man da nur den Liberalismus retten und nicht die Demokratie an sich. Und letzter Punkt, und das wird wieder zu klar. Anders als klar stimmt es halt auch einfach nicht,
dass man quasi diese beiden Komponenten immer so fein säuberlich trennen kann oder gar fein säuberlich trennen sollte. Es gibt zwar diese Fantasie, dass man sozusagen alle möglichen Rechte haben könnte ohne Demokratie, aber wie ja eine wirklich große Zahl von Theoretikerinnen und Theoretikern inzwischen gezeigt hat, sind das dann aber keine wirklich gesicherten Rechte. Im Grunde werden die ja nur gönnerhaft gewährt von einem Staat, von salopp gesagt den Mächtigen. Und es gibt größtenteils keine Möglichkeiten, auch über die Ausgestaltung dieser Rechte demokratisch zu streiten. Sie sind also in dieser Hinsicht nicht gesicherte Rechte und sie führen potenziell zu dem, wovor Sklar am meisten Furcht hatte, nämlich einer Gesellschaft von furchtsamen Menschen. Das allerletzte Punkt, dass sich dieser Begriff Liberalismus der Furcht daraus erklärt, dass Sklar, die wie gesagt auch sehr viel Sympathie hatte für Figuren, die nicht so zum Standardkanon der politischen Theorie gehören, dass Sklar sich diesen berühmten Satz von Michel de Montaigne zu eigen gemacht hat, nämlich, ich fürchte mich vor der Furcht selber. Sie hat das abgewandelt in Richtung von, wir müssen uns vor einer Gesellschaft furchtsamer Menschen fürchten. Denn wenn Mehrheiten vermittelt wird, dass sie eigentlich inzwischen sowas wie gefährdete Minderheiten seien, dass sie sich zur Wehr setzen müssen gegen die Minderheiten, die wirklich verwundbar sind, dass sie sozusagen zur Tat schreiten müssen, um die Nation zu verteidigen, um den großen Bevölkerungsaustausch zu verhindern oder was immer es sein mag, dann, das war Sklars Pointe, dann wird es wirklich gefährlich und dann kommt wirklich Grausamkeit ins Spiel. Und ich denke, ich sage Ihnen absolut nichts Neues, dass wenn wir uns gewisse Vorkommnisse, um es mal ganz neutral zu sagen, heute anschauen, denken Sie nur daran, was an der Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten heute passiert, wo ja nicht nur sozusagen eine harte Politik umgesetzt wird, sondern wo man ja in gewisser Weise aus der Grausamkeit ein Spektakel machen möchte, wo man ja will, dass die anderen sehen, wie man da mit Menschen umgeht. Denn das schreckt ja laut der Logik der amerikanischen Regierung die anderen dann ab, damit die zu Hause bleiben. Dann, denke ich, zeigt es nur, dass Sklars eigentlich größtenteils auf das 20. Jahrhundert bezogenes Denken eine doch unerwartete Aktualität hat. Da kann man nur sagen, leider, leider. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir den einen oder anderen Punkt kontrovers diskutieren können. Ich freue mich schon auf den Widerspruch. Ja. Ja, ganz herzlichen Dank. Also Sie haben uns viel Stoff für eine längere Diskussion geliefert. Ich habe zwei Punkte. Und ich weiß nicht, welcher am wichtigsten ist, aber ich fange einfach beim Anfang Ihres Vortrags an. Sie sagen, empirisch ist diese Beschreibung der kosmopolitische, ortsungebundene Elite falsch. Also wir beide gehören dazu. Und möglicherweise ist es ein Zufall, meine Bekanntschaft. Aber ich würde sagen, meine ganze Bekanntschaft gehört dazu. Jedenfalls meine Freundschaften. Und das geht so weit, dass auch mit guten Freunden, die in Berlin leben, es oft sehr lange dauert, Termine abzustimmen, damit wir uns auf einen Kaffee treffen, weil eine oder der andere von uns auf irgendeine Tagung ist oder irgendein Vortrag liefert. Wie gesagt, möglicherweise spreche ich von einer kleinen Minderheit, aber ich glaube, diese Minderheit hat einen symbolischen Wert. Und es ist mir zum ersten Mal wirklich aufgefallen bei den Streiten um die Berliner Flughäfen, Öffnungszeiten, dass es einen grundlegenden Unterschied gibt zwischen den Interessen derer, die ein- oder vielleicht zweimal im Jahr ins Urlaub fliegen und diejenigen, die dauernd zu irgendeiner Dienstreise, Geschäftssitzung, Tagung gehen. Also ich glaube, dass dieser symbolische Unterschied
muss man irgendwie ernst nehmen. Ich weiß nicht, wie man das beschäftigt. Ich merke das am stärksten auch in der USA, wo man froh ist, wenn man 2 Wochen Urlaub im Jahr hat, dass das Leben von Künstler, Wissenschaftler, bestimmte Sorten von Geschäftsmenschen unvorstellbar ist und zu ziemlich tiefer Ressentiments beiträgt. Also das wäre mein erster Punkt. Ich weiß nicht, was... ich habe auch keinen Vorschlag dafür, wie man diese Ressentiments abbauen soll. Aber ich glaube, wir müssen sie ernst nehmen. Ich antworte direkt. Ja? Wäre schön. Ja. Also klar, manchen von Ihnen wird sowieso schon der Gedanke gekommen sein, was für ein eklatanter, performativer Widerspruch. Da steht also einer da, der gerade aus den USA eingeflogen ist. Ja, und ich fliege morgen hin. Ja. Und möchte Ihnen jetzt weismachen, dass das irgendwie mit diesem im Grunde ja Feindbild der kosmopolitischen liberalen Eliten empirisch irgendwie so nicht stimmen würde. Klar gibt es das Phänomen, würde ich auch nie bestreiten. Aber ich würde auf die Differenzierung nochmal hinweisen, dass es schon ein großer Unterschied ist, ob man, sagen wir mal, in der Wissenschaft oder im Journalismus tätig ist oder ob man geschäftlich oder in der Verwaltung tätig ist. Dass diese Leute auch viel reisen, keine Frage. Aber das ist nicht so ganz das, was man mit kosmopolitisch meint. Das ist ja nicht nur, dass man irgendwie auch mal öfter reist, sondern das ist ja gleich eine Einstellungsfrage, die sozusagen mitgeliefert wird. Und gerade in dieser Goodhart-Idee wird ja auch mitgeliefert, die haben sozusagen überhaupt keine Loyalitäten mehr. Die können also heute genommen werden und da irgendwo anders hingestellt werden und das ist überhaupt kein Unterschied. Und das stimmt halt bei den Eliten, die ohne ihn oder irgendjemand jetzt zu nahe zu treten, die wirklich entscheidenden Eliten sind, zu denen ich zumindest mich nicht zählen würde, das stimmt halt für die empirisch so größtenteils nicht. Und wenn man sozusagen immer dieses Feindbild so übernimmt und sagt, ja, das stimmt schon so, da ist das ist so, dann denke ich, ist das gelinde gesagt problematisch. Und noch als Zusatz dazu, im Hintergrund steht ja zum Teil diese auf populärer Ebene, zum Beispiel von David Brooks, dem New York Times Kolumnisten, groß gemachte Idee, dass das kulturelle Kapital aber mindestens so wichtig ist wie das finanzielle Kapital. Mhm. Und mit Verlaub, davon bin ich nicht überzeugt. Dass symbolisches kulturelles Kapital wichtig ist, ist ja klar. Würde ja niemand bestreiten. Aber dass das jetzt sozusagen, dass das das eigentlich Entscheidende ist und dass wir also ständig über Bobos reden sollten und diese Lebensformen und so weiter, dass das die wahre Elite ist, die sozusagen unsere Geschicke bestimmt, der Beweis wäre erst noch zu erbringen. Und die Leute, die, denke ich, wie gesagt, um es mal sehr plakativ zu sagen, die wirklich größtenteils immer noch unsere Geschicke entscheiden, die wären, glaube ich, sehr davon überrascht, dass man ihnen sagen würde, Sie, die jetzt hier beispielsweise um den runden Tisch in Brüssel sitzen und verhandeln über die Zukunft der Europäischen Union oder der Eurozone, Sie sind alle anywheres. Ja, Sie können quasi Teil einer transnational völlig austauschbaren Elite. Ich würde mal behaupten, so würden die sich nicht wahrnehmen. Wenn wir zu einer Tagung gehen, dann ist das schon viel plausibler. Aber das ist halt nur ein ganz spezieller Aspekt dieser ganzen Problematik. Ohne jetzt hoffentlich zu defensiv zu klingen, das ist aber nur ein Teil des Ganzen. Also da würde ich mich jetzt nicht dran festhängen. Natürlich. Und sagen, sozusagen, damit ist jetzt sozusagen, das ist jetzt absolut empirisch entscheidend. Es geht nur um den, wie gesagt, leicht pedantischen Punkt zu sagen, Moment, seien wir nicht immer mehr so schnell mit diesen Sachen, als sei das irgendwie so völlig evident, dass die Welt halt heute so wirklich aussieht, dass das wirklich die richtigen Beschreibungen dieser Konfliktlinien sind. Das ist halt, wie gesagt, zum Teil zumindest mit Vorsicht zu genießen. Das würde ich gerne zustimmen. Ich meine, ich bin kein Fan von David Brooks. Und niemand ist Fan von David Brooks. Ich habe noch nie jemanden getroffen. Das ist also wirklich erstaunlich. Ja, aber und natürlich bestimme ich ganz wenig auf der Welt, also sicherlich viel weniger als die Kapitänen der Finanzwelt, nur ich glaube, auch wenn wir eine kleine Minderheit sind, und Sie haben die Künstler ganz ausgelassen, und davon gibt es sehr viele, die auch in dieser ortslose, oder nicht ortslose, aber dieser
wenige gebundene Welt rumfliegen. Wir haben einen symbolischen Wert und irgendetwas muss man da beachten. Okay, mein zweiter Punkt ist, glaube ich, tiefgreifender. Und da geht es eher um Sklars Thesen. Ich muss das nochmal lesen, ich kam nicht dazu. Den Aufsatz habe ich vor Jahren gelesen. Ich mache mir Sorgen, ob ein Liberalismus oder irgendeine politische Haltung wirklich auf negative Werte basiert sein kann. Ja? Und ich fürchte, dass der Aufstieg der neuen Rechten zeigt, dass das eigentlich nicht geht. Natürlich sind die neuen Rechten darauf bedacht, Angst vor Flüchtlingen, vor allem in den USA wie in Europa, zu schüren. Aber das reicht nicht aus, um eine Haltung zu begründen. Und ich nehme die vielen Streiten über die EU als Beispiel. Die Gründe der EU, und das wird immer wieder gesagt, haben das als eine Hochleistung verstanden, dass mit der EU nie wieder grausame Kriege auf europäischem Boden stattfinden sollten, was ja auch nicht mal gestimmt hat, wenn man die 90er Jahre anschaut, aber okay. Zwischen Frankreich und Deutschland und England hat es wenigstens gestimmt und mit anderen Ländern auch. Und dennoch, und ich habe das gemerkt, weil ich bin immer noch ein großer Verfechter des EUs als Ideal. Und ich merke, dass diese, ja, wenigstens haben wir Krieg behindert, wenn man von Jugoslawien absieht, dass das niemand mehr mitträgt. Dass sie etwas, wenn ich sagen darf, idealistischer haben möchten, als nur dieser negative Fürcht vor Krieg auf europäischem Boden. Und das ist meine Sorge mit diesem Liberalismus des Fürchts. So begründet es sein mag, reicht es nicht aus, finde ich. Also ganz, ganz eindeutige Antwort, ja und nein. Ja insofern, als dass ich völlig zustimme. Das ist, also wäre fatal und es wäre auch ein Versagen von politischer Urteilskraft, wenn man jetzt sozusagen immer nur schaut, wo wiederholt sich jetzt etwas gerade, was wir als besonders grausame, fürchterliche Erfahrung aus der Geschichte schon kennen. Denn perverserweise führt das natürlich gerade dazu, dass man in gewisser Weise normative Erwartungen auch absenkt und sagt, naja, nur weil jetzt gerade kein Krieg ist oder gar noch was Schlimmeres stattfindet, ist irgendwie alles schon ganz einigermaßen in Ordnung. Oder wir müssen immer sozusagen primär nach dem schauen, was in der Welt am allerschlimmsten ist. Alles andere muss erstmal zurückstehen. Also diese Kritik an Sklar gab es auch und die ist, denke ich, auch zum gewissen Grade berechtigt, dass man sozusagen, wenn man immer nur völlig auf dieser negativistischen Schiene fährt, es sicherlich problematisch wird irgendwann. Und es wirklich auch Kosten hat für die Wahrnehmung der politischen Welt heute, weil man einfach viel zu starr sozusagen nach Analogien schaut oder in gewisser Weise auch viel zu sehr darauf vertraut, dass sich die Geschichte eben dann doch immer wieder irgendwie so ein bisschen wiederholt, was sie bekanntermaßen nicht tut. Gleichzeitig folgt daraus aber nicht, dass man sozusagen jetzt sofort sozusagen nur fragen soll, und wo bleibt das Positive? Denn es kann ja auch sein, dass diese letztlich Sensibilisierungsstrategie für Grausamkeiten, für negative Erfahrungen auch dazu führen kann, dass man sagt, wir müssen mal in Bereichen gucken, die uns vielleicht im Moment gar nicht vor Augen stehen. Und ein vielleicht relativ plakatives Beispiel ist, dass es natürlich nicht immer nur der Staat ist, wie er es im 20. Jahrhundert als Sklar schrieb, also der totalitäre Staat im Extremfall, ist, der Menschen grausam behandelt, sondern es gibt ja auch noch andere mächtige Akteure. Und wenn man dann nur mal ganz plakativ an mächtige Unternehmen denkt oder wie heute mit Leuten in der Gig-Economy umgegangen wird, das sind ja auch Beispiele für ausgeliefert sein, für de facto grausam mit Leuten umgehen, ohne jetzt unbedingt da viel Ideologie dran zu hängen. Aber als Erfahrung
ist das was, was ja auch negativ ist, was aber, denke ich, dann auch durchaus verstehbar ist. Also da muss man jetzt auch nicht sich in fürchterlich skurrile Lebensformen reindenken, um zu verstehen, dass da Leute sich vielleicht auf eine ganz spezifische Weise ausgeliefert fühlen. Und trotzdem kann es auch wiederum eine Motivation generieren, wo man sagt, ja, da muss man eigentlich was machen. Wir können jetzt nicht in einer Gesellschaft leben, wo quasi wir alle davon abhängen, dass solche Leute halt so behandelt werden und wir profitieren da auch von, unabhängig davon, ob wir auch viel fliegen oder nicht. Ist ja super, dass die Pakete immer jetzt millionenfach jeden Tag rumgeschickt werden und so weiter. Also es wird aus Ihrer Sicht ein banales Beispiel, aber einfach als Sensibilisierung für etwas, was durchaus auch als negativ ist und wo man sagen würde, das ist etwas, was aus dieser Perspektive vielleicht auch auf eine neue Weise wahrnehmbar wird. Und klar kann man sagen, einige von Ihnen werden das vielleicht auch denken, dass nichtsdestotrotz letztendlich, und das war auch eine berühmte Kritik von Michael Walzer an Schlar, dass man im Grunde ja letztendlich doch auch auf irgendwas Positives zurückgreifen muss. Denn um überhaupt zu erklären, warum etwas negativ ist, brauche ich ja in gewisser Weise auch philosophische, normative Ressourcen, um zu sagen, Moment, aber jetzt in welchem Rahmen ist das überhaupt negativ erfahrbar, wenn man davon ausgeht, dass sich die Erfahrung auch nicht sozusagen spontan immer als völlig verständlich, ohne Begrifflichkeiten und so weiter darstellt. Das Fatale wäre nur, das haben Sie nicht gesagt, ist auch klar, dass Sie das nicht sagen würden, aber das Fatale ist nur, dass vielleicht manche, die generell sagen, ja, ist irgendwie doch alles zu negativ, dann so in dieses andere Extrem verfallen, gerade was die EU angeht, und sagen, ja, wir müssten den Leuten ja doch mal wieder positive Ideale geben, also noch eine Hochglanzbroschüre und noch ein EU-Festival und doch mal die Flagge und so weiter. Das, denke ich, geht sehr nach hinten los, ist schon oft genug nach hinten losgegangen, weil es einfach als Kulisse wahrgenommen wird, weil es als PR wahrgenommen wird. Und im Grunde die Leute, also ich muss jetzt sehr drastisch zu sagen, für dumm verkauft werden, mit einer gewissen Rhetorik, wo sie im Grunde ja merken, Moment, die eigentlichen Erfahrungen sind aber ganz, ganz andere und die kommen halt in diesen Sonntagsreden gewöhnlicherweise gar nicht vor. Also gut, ich setze natürlich Ideale nicht mit Sonntagsreden gleich und schon gar nicht mit Hochglanzbroschüren. Aber ich finde, dass die Idealen fehlen, aber gut. Ich habe noch eine letzte Frage und die ist wirklich als Frage gemeint. Die Frage ist mir auch in der letzten Zeit öfters gestellt und ich habe keine gute Antwort drauf und ich kenne niemand, die eine gute Antwort drauf hat. Tony Judd hätte vielleicht eine gehabt, aber gut. Ich kenne es wirklich nicht. Aber was mir gefehlt hatte in Ihrer Verteidigung des Liberalismus, ist eben eine Antwort auf diese hochschwere Frage, was ist mit der uneingeschränkten Meinungsfreiheit? Denn das ist immer gesehen als Kern des Liberalismus. Und Sie wissen genauso gut wie ich, was die neuesten Facebook-Debatten sind. Ich weiß nicht, ob sie hier rübergekommen ist, aber Facebook hat sich absolut geweigert, Fälschungen von Politikern auf irgendeine Weise zu zensieren oder kommentieren oder irgendwas Ähnliches. Das heißt, die Trump-Regierung hat schon Millionen in bewusst Fälschungen gesteckt, die auf Facebook verbreitet wird, um den nächsten Wahlen vielleicht wirklich zu gewinnen. Und Mark Zuckerberg hat sich auf dieses liberale Prinzip der uneingeschränkten Meinungsfreiheit, First Amendment, wie es in Amerika heißt, was machen wir da? Das ist wirklich keine Kritik. Ich kenne niemanden, die eine gute Antwort darauf hat, aber vielleicht könnten wir anfangen, darüber nachzudenken. Ich freue mich, dass ich jetzt noch 3 Stunden zur Verfügung habe, um diese simple Frage annähernd zu beantworten. Anzunähern, ja. 2 Punkte. Der erste ist gar nicht normativ oder irgendwie theoretisch, aber nur als vielleicht Kontextualisierung dieser Debatte. Es wird ja zum Teil gerade vor dem Hintergrund der Facebook-Debatte gesagt, naja, im Grunde, wir stehen also vor einer präzedenzlosen technologischen Herausforderungen. Facebook bringt uns den Faschismus, ist auch schon von renommierten Historikern so gesagt worden. Ich denke, man muss ein bisschen im Auge behalten,
und das wäre, glaube ich, ohne um Gottes Willen jetzt seine Autorität mit zu evozieren, denke ich, auch ein Punkt gewesen, den Tony gemacht hätte, nämlich, dass man ein bisschen schaut, Moment, da gibt es eine Geschichte und da gibt es einen Kontext. Und wenn wir diese absoluten Auswüchse anschauen, wie in den USA, also bekanntermaßen Leute, die sagen, ja, es könnte ja doch sein, dass Hillary Clinton einen pädophilen Club unterhält in einer Pizzeria und so weiter und so fort. Da muss man schon mal fragen, wie ist man da hingekommen? Ist das wirklich durch Technologie passiert oder gab es da schon was anderes? Und ein Buch, das das sehr, sehr gut erklärt, was ich Ihnen sehr ans Herz legen würde, wenn Sie da ein bisschen mehr lesen wollen, von drei Kollegen in Harvard namens Network Propaganda, ist frei verfügbar im Netz, Oxford University Press Open Access, können Sie alle runterladen, zeigt sehr deutlich, dass, klar, es gibt also diese Extrembeispiele von Leuten, die jeden Fake News glauben, aber das ist eine verschwindend geringe Zahl. Das sind nicht Leute, die Wahlen entscheiden. Was in den USA Wahlen entscheidet, leider, ist das, was diese Wissenschaftler eine rechte Medienökosphäre nennen, die weitgehend in sich selber geschlossen ist und wo nicht nur Verschwörungstheorien zirkulieren, aber wo zum Teil Sachen gesagt werden, für die es wirklich keinen Fact-Check mehr gibt. Warum? Weil Leute, die sich in dieser Welt bewegen, noch nicht mal mit Publikationen, die man grosso modo als Mitte-Rechts bezeichnen könnte, oder auch zum Teil richtig als rechts, aber eben vernünftig in Anführungszeichen, in Kontakt kommen. Also Wall Street Journal online, solche Sachen. Die lesen die überhaupt nicht. Das ist aber nicht einfach so passiert. Das ist jetzt nicht irgendwie Gott gegeben durch Technologie. Das ist erklärbar aus regulatorischen Entscheidungen, die zum Beispiel in den 80er Jahren getroffen wurden, unter Reagan, wo man gesagt hat, wir brauchen keine Fairness-Doktrin mehr, wie es damals in den USA der Fall war, wo man also beide Seiten mal ein bisschen präsentieren musste. Man hat bekanntermaßen das Radio dereguliert. Radio ist immer noch das Medium, mit dem Amerikaner die meiste Zeit verbringen. Wenn Sie darüber nachdenken, welche langen Fahrten die Leute zum Teil haben, ist klar, dass die nicht Fernsehen gucken und schon gar nicht ihr Facebook-Feed irgendwie anschauen können. Die hören halt zu, was das Radio so sagt. Und so weiter und so weiter. Also das sind Sachen, die im Grunde letztendlich aus politischen Entscheidungen entstanden sind, die im Grunde einen Kontext kreiert haben, in das dann Facebook kommt. Und dass Facebook an sich auch jede Menge Probleme hat, völlig d'accord. Aber dass es sozusagen jetzt nicht homogen überall die gleichen Effekte hat, sondern dass es immer noch sehr darauf ankommt, in welchem regulatorischen Rahmen bewegt sich das eigentlich und welche anderen politischen Entscheidungen stehen eigentlich am Anfang, in das sich dann wiederum das Internet und verschiedene Plattformen auch anders einfügen, das, denke ich, ist wichtig. Weil sonst ist ja sozusagen der nächste Schritt der totale Fatalismus. Ja, also wir werden das ja nicht irgendwie jetzt total zurückdrehen können und sagen können, wir schaffen das jetzt irgendwie einfach alles ab. Oder so. Das ist ja völlig, völlig undenkbar. Aber dass man sagt, gut, Moment, es gibt doch offensichtlich auch in verschiedenen nationalen Rahmenbedingungen immer noch mehr Handlungsmöglichkeiten, als uns das zum Teil weiß gemacht wird, denke ich, ist wichtig. Und da wiederum ist es dann auch sehr unglücklich, um es mal gelinde zu sagen, dass viele unserer Kolleginnen und Kollegen aus USA, die generell sehr linksliberal sind, immer sofort sagen, was da in Deutschland passiert, das ist das Ende der Demokratie, da wird ja nur noch zensiert, was die da machen müssen und so weiter und so fort. Und da möchte ich mal nochmal sagen, Moment, vor welchem Hintergrund sagt ihr das eigentlich? Nämlich vor dem Hintergrund eines Strukturwandels der Öffentlichkeit in den USA seit den 80er Jahren, der offenbar fatale Folgen gehabt hat. Und so weit würde ich behaupten, sind wir hier nicht. Ja. Sind auch viele andere europäische Länder nicht. Und das, denke ich, sollte man sozusagen ein paar Schritte zurücktreten und sagen, was gibt es da für Faktoren, für Stellschrauben, über die man durchaus noch Macht hat. Zweite Bemerkung, ganz kurz, wenn ich noch darf. Natürlich gibt es unglaublich viele Debatten über das angeblich gefährdete Recht auf freie Meinungsäußerung. Bekanntermaßen, Sie wissen das zum Teil sicherlich alles viel besser als ich, auch in Berlin, auch an vielen Universitäten, wo man sagt, Moment, da tritt jetzt ein Mob auf, der den Leuten das Wort verbietet. Viele Bürgerinnen und Bürger sagen ja inzwischen, also stimmen ja so diesem etwas klischeehaften Satz zu, es gibt gewisse Sachen, die man gar nicht mehr sagen darf, etc. etc. Was ich da auch betonen würde, ist, dass es zumindest teilweise ein Phänomen ist, wo es empirisch nicht stimmt, dass man gewisse Sachen nicht mehr sagen darf. Man darf gewisse Sachen nicht mehr unwidersprochen sagen. Und die Beschwerde ist häufig nicht wirklich, dass man das nicht mehr sagen darf. Die Beschwerde ist, früher durfte man das sagen und keiner hat sich gemeldet. Und es gibt halt, um es jetzt sehr plakativ zu sagen, nehmen Sie mir das nicht übel, es gibt so einen gewissen Typus alter weißer Mann, zum Teil auch durchaus mit großen symbolischen Machtpositionen, der sich jetzt ständig beschwert und sagt, also ich darf ja das nicht mehr sagen und so weiter. Und ich darf ja nur noch auf der ersten Seite des Feuilletons der FAZ und ich darf nur noch in Stanford lehren und ich darf nur noch und so weiter und so fort. Ja, und deswegen darf ich ja gar nichts, eigentlich mehr gar nichts sagen.
Da denke ich, muss man sagen, Moment, auch da tappt man, glaube ich, in eine Falle, wenn man diese ganzen Beschwerden immer so at face value nimmt und sagt, ja genau, so ist es ja wirklich und das ist ja ganz schlimm und so weiter. Sie alle kennen diese etwas klischeehaften Standardformeln von John Stuart Mill und anderen, die einfach gesagt haben, es muss einfach auch ein Platz da sein für robuste Auseinandersetzungen. Und da treten halt zum Teil Leute auf, die zwar dann diese Rhetorik auch drauf haben und sagen, wir wollen ja die robuste Auseinandersetzung. Aber was sie wirklich meinen ist, wir wünschen uns die Zeiten zurück, wo es die im Grunde nicht gab. Und wo man so gewisse Sachen wirklich sagen durfte, ohne dass halt sich irgendwelche Minderheiten beschwert haben und die Studierenden waren nicht wirklich damit zufrieden und so weiter und so fort. Das ist jetzt keine wirklich normativ gehaltvolle Antwort, ist mir klar. Aber einfach sozusagen auch, was die empirische Seite angeht, über welche Phänomene reden wir hier eigentlich, darf man da vielleicht auch mal darauf hinweisen. Und wenn Sie mir noch eine Fußnote gestatten, ja, auch rein empirisch, weil das ja in Europa auch immer so wahrgenommen wird, mein Gott, also in den USA, da ist ja alles von der politischen Korrektheit verseucht und so weiter. Natürlich gibt es da jede Menge plakative Beispiele, würde ich auch nie bestreiten. Und da sind auch Sachen passiert, die man nicht verteidigen kann, im Sinne von den Leuten das Wort verbieten, wirklich Gewalt anwenden gegen Leute, die Vorteile halten. Überhaupt keine Frage. Nur auch da darf man ganz, ganz banal fragen, wie repräsentativ ist das eigentlich in einem Land, das 4.500 Universitäten und Colleges hat, in dem die zwei wichtigsten Studienfächer, also Majors, immer noch Business und Health Science sind. Und Sie können mir nicht erzählen, dass diese Art von Fächern jetzt nur von durchgeknallten Poststrukturalistinnen unterrichtet werden, die also diese armen Kinder dazu bringen, also nur noch PC-Sprech drauf zu haben und so weiter und so fort. Auch das ist kein normativer Punkt. Aber es ist ja nicht irrelevant, wie wir diese Debatten erstmal aufstellen. Und wenn wir sagen, das ist eine ganz riesige Gefahr, ja, das ist völlig außer Rand und Band, darf man halt pedantisch darauf hinweisen, dass das eine zum Teil sehr, sehr verzerrte Wahrnehmung ist. Also ich mache mir eigentlich mehr Sorgen um die Bannon-Breitbart-Crew als um die angeblich politische korrekte Studenten an die Unis. Aber wir könnten länger darüber reden, wie ich das Publikum hier kenne, gibt es inzwischen aber auch eine Menge anderer Menschen, die in die Diskussion einsteigen möchten. Ja, bitte. Und warten Sie bitte aufs Mikrofon, damit alle Sie hören können. Der Herr hier. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Vor allem danke ich Ihnen, dass Sie Judith Sklar ins Gespräch bringen wieder. Das freut mich richtig. Ich wollte fragen zum Stichwort Kosmopoliten. Es war ja immer in Zeiten sozusagen verdichteter Anforderungen an Loyalitäten ein Schimpfwort. Also von den französischen Revolutionären, das kann man nachlesen bei Louis-Sébastien Mercier, der Kosmopolit musste um seinen Hals fürchten und bei Stalin auch wieder. Also immer wenn starke politische Kräfte verstärkte Loyalität forderten, waren die Kosmopoliten die eigentlich ins Gefängnis gehörten. Ich denke, und das wäre die Frage, es gibt vielleicht auch heute, und das wäre so ein Grund für Ihre oder auch meine Angst vor einer Gesellschaft der Furchtsamen, doch zwei Gruppen von diesen sind Kosmopoliten, Elite oder nicht, weiß ich nicht. Das eine sind die sozusagen unfreiwillig Vertriebenen, das sind die weltweit flüchtenden Migranten, die sehen, wo sie überhaupt leben können. Zum Glück haben manche von ihnen etwas Geld. Und die zweite Gruppe sind wirklich die Freigeister. Damit meine ich nicht die Vielflieger, die mit Diplomatenpass oder Hermesbürgschaft überall hin können, wohin nichts passiert. Die sind das nicht. Aber diese anderen beiden, wenn denen sozusagen Furcht eingebläut wird, wie das also rechtspopulistische Parteien machen und andere sich dafür fürchten, jetzt überhaupt zu widersprechen, um die muss man ja wirklich sich Sorgen machen. Und wenn die Angst kriegen, dann geht mehr verloren als nur die Meinungsfreiheit. Die Hannah Arendt hat mal was sehr Kluges gesagt, ich glaube, sie hat es bei Primo Levi gelesen, das müsste man jetzt nachprüfen. Sie hat gesagt, die Grundfreiheiten sind die Atem- und Bewegungsfreiheit. Ohne die sind alle anderen, auch die Meinungs- und Gedankenfreiheit, nur die Hälfte wert. Wenn wir uns das klar machen, dann bekommt diese Theorie einer Gesellschaft ohne Furcht, also wo ich nicht morgens mit Angst im Nacken aufwachen muss, ein großes Gewicht. Vielen Dank. Also ich würde Ihnen völlig zustimmen, dass es natürlich noch ein ganz anderes Kapitel gibt, nämlich Kosmopolitismus mit all seinen größtenteils ja auch antisemitischen Untertönen, was wir oft genug gesehen haben in der Geschichte. Ich würde jetzt niemandem, der sozusagen eine gewisse Kritik vorbringt, sofort unterstellen wollen,
dass der oder die jetzt automatisch in diese Richtung geht. Aber Sie haben natürlich völlig recht, dass das immer im Hintergrund ist und zum Teil auch wirklich zum Teil benutzt wird. Also wenn Sie jetzt die, kann man also fast zu plakativ, um es zu erwähnen, aber wenn Sie an die Kampagne in Ungarn gegen George Soros denken, ist völlig offensichtlich, was da passiert. Zweitens, es gibt in der Tat auch Studien, vielleicht haben Sie da auch in der Bezug drauf genommen, dass es eben gar nicht die Mächtigen sind, die so besonders kosmopolitisch sind, sondern zum Teil wirklich die Marginalisierten, die Minderheiten, die sehr viel in gewisser Weise eher so eingestellt sind, wie es diesem Bild von kosmopolitisch entspricht. Ich selber habe solche Studien nicht betrieben, ich will das jetzt nicht so einfach nur absegnen, aber es gibt offenbar auch empirische Argumente, die genau in diese Richtung weisen würden. Es ist aber auch interessant, dass, letzte Bemerkung, ein Begriff sozusagen aus diesem ganzen Gewebe von Assoziationen, Begriffen, Theoriestücken, dass es ganz selten heute noch auftaucht. Und das ist der Begriff internationalistisch. Richtig. Das ja im Grunde auch, also man muss jetzt, das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel, inwieweit man beispielsweise Syriza und Podemos und solche Bewegungen jetzt als linkspopulistisch bezeichnen möchte oder nicht, können wir auch diskutieren. Aber es ist ja erstaunlich, dass diese Bewegungen im Grunde nur ganz schwache Gesten gemacht haben, im Sinne von, im Grunde sind wir zwar auch in einem gemeinsamen Kampf, aber wenn jetzt zum Beispiel Tsipras nicht mehr so gut aussieht, dann verschwand der sofort vom Twitter-Profile von Iglesias und so weiter. Also dieses Gefühl, wir sind echt miteinander verbunden. Wir haben einen gemeinsamen Kampf, so wie es sowohl Sozialisten als auch Liberale ja im 19. Jahrhundert praktiziert haben, im Sinne von, wir helfen uns gegenseitig in unseren verschiedenen Befreiungskämpfen gegen Imperien oder verschiedenen Emanzipationsbewegungen. Das hört man heute erstaunlich selten. Es wird so diese Schere aufmachen, entweder kosmopolitisch und deswegen nur offene Grenzen, ja, was ich auch nie unterschreiben würde als plakative Forderung. Da gibt es viel zu viel sozusagen Variablen darum herum, bevor man also solche Forderungen aufstellt. Oder halt natürlich reaktionär dem Nationalstaat ergeben und so weiter. Und dass es da natürlich noch differenzierte Positionen dazwischen gibt, das verschwindet dann so aus unserer Perspektive. Ich erlaube mir, eine Frage nachzustellen. Glauben Sie, dass wir nach Ende des Staatssozialismus den Begriff des Internationalismus wieder beleben können? Also ich glaube, das ist der Grund, warum wir den Begriff nicht mehr hören. Ich wäre dafür, ich wäre sehr stark für eine Wiederbelebung als Kontrast zu sowohl Kosmopolitismus wie Globalismus. Mhm. Aber leider ist der Begriff angehaftet jetzt. Ist völlig richtig, nur das Gute ist ja auch, dass, wie wir alle wissen, egal was sonst passiert, es vergeht immer Zeit. Und irgendwann werden dass gewisse Dinge vergessen werden, ist schlecht, aber irgendwo hat das ja auch einen Vorteil. Denken Sie nur an die Debatte darüber, dass ja inzwischen in den USA junge Leute alle völlig unkritisch sagen, Democratic Socialism, genau mein Ding. Warum? Weil sie vergessen haben, was es für eine Rhetorik während des Kalten Krieges gab und so weiter. Also ist für viele dieser Leute, die heute so um die 20 sind, völlig unbelasteter Begriff. Ja, also fällt ihnen gar nicht ein, dass das irgendwas auch mit irgendwas Problematischem zu tun haben können. Und das könnte ich mir vorstellen, ist bei so einem Begriff wie Internationalismus vielleicht auch der Fall. Ist sehr zu hoffen. Der Herr neben der Tür war, glaube ich, als Nächste. Ja, zwei Nachfragen. Ist an, ja? Okay. Zwei Nachfragen zur Schärfung des Begriffs Liberalismus, der ja doch ein relativ großes Füllhorn sein kann. Die eine Nachfrage, die Unterscheidung oder die Trennlinie zwischen respektablen liberalen Demokratien und, ich sag mal, formierten Demokratien à la Ungarn und Polen auf der anderen Seite ist ja doch der des Universalismus der Werte. Wir sind jetzt bei dem Thema Internationalismus ein bisschen an diese Fragestellung herangekommen. Es hat mich aber gewundert, dass Sie dazu eigentlich gar nicht dezidiert etwas gesagt haben, weil da ja auch die Abgrenzungslinie zum Populismus am stärksten ausfällt. Die andere Frage wäre, was unterscheidet eigentlich, zur Schärfung des Begriffs nochmal, einen Konservativen, der gegen Humboldts Perfektibilität und den Rechtsstaat gar nichts einzuwenden hat, von einem Liberalen, ich sag mal einen Konservativen des 20. Jahrhunderts? Ich glaube, diese Frage richtet sich natürlich auch sozusagen an die CDU, die in sich diese Frage natürlich in irgendeiner Form beantworten muss, weil es da
sozusagen AfD-Sympathisanten gibt und welche, die einen aufgeklärten Konservatismus vertreten wollen. Sehr gute, soll heißen, sehr schwierige Fragen. Ich fasse mich kurz und Sie verzeihen mir, wenn das dann zum Teil etwas plakativ oder krude vielleicht klingt. Zum ersten Punkt, ich würde den Unterschied nicht an Werten festmachen. Es ist nicht verboten, auch sogar in der EU eine relativ strikt nationalistische Regierung zu haben, solange halt gewisse Grundinstitutionen nicht verletzt oder gar zerstört werden. Also jemand, der sagt, ist sozusagen, wir sind der Meinung, dass Nationalität an sich einen gewissen normativen Wert hat, wir scheren uns den Teufel um andere Ideale von internationaler Solidarität und so weiter, wäre für mich jetzt kein Kriterium zu sagen, und deswegen ist das automatisch irgendwie nicht demokratisch. Es ist vielmehr die Tatsache, dass halt diese Akteure einen Alleinvertretungsanspruch stellen, wo sie sagen, nur wir repräsentieren das vermeintlich wahre Volk und dann innerhalb des Landes selber gewöhnlicherweise sowohl verwundbare Minderheiten als auch andere Teile von Eliten ausschließen. Das ist natürlich immer noch eine relativ große Grauzone. Ein intuitives Kriterium, um das festzumachen, ist halt zu sagen, gut, kann es eigentlich in einem Land realistischerweise noch einen Machtwechsel geben? Oder ist da im Grunde klar, es gibt zwar die Institutionen noch, die Fassade, aber in gewisser Weise kann eine Regierung nicht mehr wirklich unter regulären Umständen abgewählt werden. Dann werden Sie wahrscheinlich jetzt sagen, gut, aber das passiert ja sogar noch bei Erdogan, ja, denken Sie doch mal an Istanbul. Das stimmt, aber da, denke ich, sollte man auch schauen, dass man nicht nur an den Wahlen selber hängt, sondern auch sagt, gut, es ist ja nicht ohne, dass, soweit ich informiert bin, vielleicht wissen einige von Ihnen das auch besser, man auch sofort dafür gesorgt hat, dass die Befugnisse, vor allem auch die finanziellen Möglichkeiten von İmamoğlu sofort total beschränkt wurden. Also es wurde sofort dafür gesorgt, dass der zwar im Amt ist, aber ganz wenig eigentlich wirklich machen kann. Also wirklich nicht nur Machtwechsel im Sinne von, kann da auch mal jemand anders gewählt werden? Klar, das gibt es in vielen Ländern noch. Aber kann es wirklich etwas geben, wo man sagt, da ist jetzt mal wirklich eine ganz andere Partei dran? Und wenn Sie sich das durch den Kopf gehen lassen, werden einige von Ihnen sofort sagen, Moment, und wie ist das in Bayern? Aber gut, das nur nebenbei. Mit den Konservativen. Also es ist ja in gewisser Weise ein historiografisches Klischee zu sagen, dass es gerade aber nicht nur in der Bundesrepublik nach 1945 so eine gewisse Liberalisierung auch von konservativen Positionen gab, dass halt viele, viele Denker und auch Politiker sozusagen zwar immer noch mit einer relativ konservativen, grob gesprochen philosophischen Anthropologie zugange waren, aber eben doch gewisse liberal-demokratische Grundwerte und auch Institutionen vor allem akzeptiert haben. Das, denke ich, ist zum Teil heute, das wird zum Teil heute bedroht. Und die eine Sache ist, dass es halt zum Teil erstarkende Rechtspopulisten gibt. Die andere Sache ist aber, dass Akteure, die sich früher ganz eindeutig im sogenannten liberal-demokratischen Mainstream verortet hätten, dass die inzwischen bereit sind, diese zum Teil rechtspopulistischen oder gar rechtsextremen Positionen, wenn sie so wollen, zu Mainstream. Also dass diese Unterscheidung nicht mehr immer klar ist. Und das hat meiner Ansicht nach auch etwas damit zu tun, dass man in gewisser Weise viel mehr sogar als die Sozialdemokraten, über die wir ja alle immer jammern, wie schlecht es denen geht, dass die Ideen politisch verunsichert sind. Also wenn Sie heute jemanden fragen, was heißt denn jetzt eigentlich genau Christdemokratie, wofür steht das eigentlich? Ja, wäre meine Vermutung, dass Ihnen ganz viele Leute da keine wirkliche Antwort drauf geben könnten. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass man dann im Grunde nicht mehr weiß, wo ist eigentlich der Unterschied jetzt zwischen uns und Fidesz in Ungarn und so gewissen anderen Akteuren. Und dass das zum Teil auch reiner Opportunismus ist, warum man sozusagen dann diese Rechtspopulisten machen lässt, ist auch natürlich ein Aspekt des Ganzen. Aber es hat meiner Ansicht nach auch etwas mit Ideen zu tun, dass man sich im Grunde unsicher ist. Und dass man dann auch verwundbarer wird, wie für vor allem auch religiös inspirierte Denker, was wir gerade auch sehr stark in den USA erleben, die wirklich sagen, nee, Schluss mit Liberalismus und sogar zum Teil Schluss mit Demokratie, denn es gibt sozusagen nur eine akzeptable, authentische Idee des guten Lebens und die muss der Staat wirklich umsetzen und zwar für alle. Also, dass diese Stimmen heute zum Teil sehr prominent geworden sind, ich denke an Leute, die vor allem diese streng katholischen Rechtsausleger, also wie Vermeule in Harvard und andere,
die inzwischen auch diese tollen antiliberalen Experimente in Osteuropa für sich entdeckt haben und gesagt haben, toll, die machen es mal ernst, aber nicht nur mit Abtreibungsverboten und so weiter, sondern auch mit wirklich dieser Idee, der Staat soll wirklich eine ganz spezifische Idee des guten Lebens von oben quasi umsetzen. Das hat es meiner Erfahrung nach vor 10, 20 Jahren so nicht gegeben. Das ist jetzt kein Massenphänomen, aber es ist auch nicht trivial. Das sozusagen, da franzt was aus, da verwischt sich etwas. Und deswegen sind es auch nicht nur sozusagen die angeblich immer mächtiger werden Rechtspopulisten, als sei das so ein freistehendes Phänomen, sondern es ist gerade die Bereitschaft von vermeintlichen Mainstream-Akteuren, da mal so in diese Richtung zu gehen, Konzessionen zu machen, da auch mal was mitzunehmen an Ideen und Positionen. Das ist aus meiner Sicht die eigentlich gefährliche Dynamik heute. Der Herr hier war als Nächster in der Ecke. Danke. Ja, vielen Dank. Ich kann schlecht über Liberal und Liberalismus sprechen, ohne an Bindung und Verantwortung zu denken. Ich glaube, dass beide Begriffe komplementär sind und nicht zu trennen sind. Und wenn man sie trennt, kommt man zu sehr unangenehmen Konsequenzen. Hier in Potsdam kann man schönerweise noch über Preußen sprechen. Sie haben Humboldt erwähnt, den Wilhelm. Etwas einseitig, glaube ich, zitiert, die Schulreform, die preußische, war keineswegs liberalistisch im Sinne von dem Einzelnen eine maximale Entfaltung zu bieten, ohne Bindung an das Ganze. Und zwar empfindungsmäßig und staatspolitisch. Die Zugehörigkeit gehörte unbedingt dazu. Und das hat dann vom Stein noch deutlicher gemacht vielleicht, immer darauf hingewiesen, dass wir keine individualistischen Menschen fördern wollen, sondern sie sollen in der Lage sein, ihrer Verantwortung und ihr Potenzial einzubringen in ein Ganzes, zu dem sie sich zugehörig fühlen. Ich würde die Frage einfach mit Ja beantworten. Also, nein, ich würde, Sie haben völlig recht mit dem, was Sie gesagt haben, und Sie müssen mir einfach verzeihen, dass ich halt leicht karikaturhaft Humboldt dargestellt habe. Allerdings schon mit dem Anliegen zu sagen, gut, es gibt aber wirklich diesen strikt autonomieorientierten Liberalismus, und da gibt es ja auch noch, ich war ja noch relativ sanft, ja, es gibt ja auch diesen berühmten Satz von auch diesem Humboldt, der sagt, naja, es gibt dann, wenn wir die Leute nicht ständig streben, dann wird das irgendwann, wie er sich ausdrückte, ein Haufe ernährter Sklaven. Ja? Also das ist schon ziemlich heftig, von wegen, es gibt also Leute, die irgendwie gar nicht richtig autonomiebewusst sind. Ja? Also ich habe keine Sorge, wir haben Zeit. Ich habe drei Leute gesehen. Martin Schad war als Nächste gedacht. Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. War sehr gut zu folgen. Ich denke nur, Sie haben es sich ein bisschen leicht gemacht bei dem Punkt zur Identitätspolitik. Denn Black Lives Matter und Me Too, das sind ja nun mal, wenn man das als dichte Geschichten und ihre Plädoyer zuzuhören nimmt, das sind ganz schlicht Straftaten. Da gibt es eine Rechtsordnung, die da aufrechterhalten werden muss, und wenn das nicht der Fall ist, dann geht was in die Binsen. Aber ich weiß nicht, ob ihr preskriptives erstmal zuhören, Opferstimmen zuerst und dann wieder zurückzukehren zu dieser zweiten Form des Liberalismus als Abwehrrecht, ob das in allen Fällen so eindeutig funktionieren kann, wie in den beiden von Ihnen genannten. Wir hatten hier im Haus ganz interessante und sehr kontrovers geführte Diskussionen über die Repräsentation von Ostdeutschen in den Wirtschafts- und politischen und Verwaltungseliten in Ostdeutschland. Und die waren sehr kontrovers, auch wenn man zugehört hat. Und es ist auch ganz schwer, die wieder zurückzuführen in den Bereich der Abwehrrechte. Das sind tatsächlich Rechte, die beansprucht werden. Das sind Anspruchsrechte, die dort formuliert werden. Und da fällt mir das schwer zu begreifen, wie das gehen soll, außer in den sehr eindeutigen Fällen von Black Lives Matter und Me Too. Ja, sehr gute Frage. Sozusagen der Weg zurück ist nicht nur zu diesem Liberalismus der Rechte. Als könnte man dann nur sozusagen alles darauf zurückführen und als wäre es immer sozusagen eindeutig, dass man weiß immer schon vorher,
weswegen man dann übrigens auch gar nicht zuhören müsste, wenn man das immer vorher schon weiß, sozusagen worum es eigentlich geht. Ich denke, es ist auch vielleicht etwas zu leicht zu sagen, das waren ja immer schon Straftaten. Dann ist die Frage aber, warum ist das dann irgendwie früher nicht so wahrgenommen worden? Oder warum konnte das dann sozusagen so lange vonstatten gehen, wenn das sozusagen sowieso immer schon eigentlich hätte klar sein müssen? Also da ist ja schon ein bisschen mehr dahinter, als dass man jetzt vielleicht heute sagt, das ist doch eigentlich sowieso schon immer klar gewesen. Oder so, warum eigentlich gar nicht groß kontrovers diskutieren? Solche Anspruchsrechte oder auch Recht auf Repräsentation, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension von normativen Theorien, wie man überhaupt Repräsentation versteht, ob das jetzt sozusagen irgendwie spiegelbildlich sein muss für gewisse Dinge, inwieweit da auch Erfahrungen von Unterdrückung nicht repräsentiert sein, sich automatisch umsetzen lassen in Ansprüche auf Repräsentation heute. Also das sozusagen wäre auch, könnte man auch alles aufmachen, würde uns jetzt aber natürlich sehr, sehr weit wegführen. Und ich könnte Ihnen jetzt sagen, gut, meine Sicht auf das ist das und das und das, was jetzt solche Gerechtigkeitsdebatten angeht. Sie haben recht, dass sich das nicht immer alles auf Abwehrrechte zurückführen lässt, aber es lässt sich zurückführen auf etwas, das man normativ diskutieren kann, wo man dann also auch nicht nur am Ende dasteht und sagt, naja, hier sind also völlig unvereinbare Perspektiven, war vielleicht Ihre Erfahrung hier, weiß ich nicht, aber hier sind völlig unvereinbare Perspektiven oder hier kommt man überhaupt nicht mehr dazu, irgendwas Allgemeines an Prinzipien zu finden. Weil das ist ja immer noch der weitere Vorwurf dann, dass die Gesellschaft spaltet sich, alles ist quasi irreduzibel, partikular, warum reden wir dann nicht mal wieder über das, was uns verbindet, was allgemein ist. Der Streit um Rechte, sei es nun Abwehrrechte oder Anspruchsrechte, kann ja gerade auch das Verbindende sein. Das war ja auch ein berühmter Gedanke von Hirschman und vielen anderen, die gesagt haben, wenn wir uns sozusagen darauf einigen können, wie wir diese Konflikte führen einigermaßen, sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Dass es immer noch Situationen geben kann, wo Leute sagen, nee, wir können uns noch nicht mal darauf irgendwie einigen, wir sind also völlig im Clash. Klar, das kann aber auch keine Theorie verhindern, das kann niemand jetzt mit irgendeinem gut gemeinten Essay quasi sagen, das kann ich Ihnen jetzt garantieren, das wird nie mehr vorkommen. Der Herr vor Martin. Ja, vielen Dank. Vielleicht kommt man noch mal auf einen anderen Aspekt. Die Bundeskanzlerin hat ihr Demokratieverständnis in einem Satz wunderbar dargelegt. Es ist eine marktkonforme Demokratie. Wenn man an den Gini-Koeffizient denkt, weiß man, was das bedeutet. Wenn man an die Vermögens- und Reichtumsverteilung denkt, weiß man, was das bedeutet. Schaut man sich die Lohnentwicklung in den letzten 30 Jahren an den USA insbesondere, weiß man, was das bedeutet. Ursprünglich ist natürlich Demokratie auch angetreten mit dem Versprechen, eine Gerechtigkeitsfrage zu lösen und vor allen Dingen auch in ihrem Konzept einen Schutzgedanken hatte. Der ist eigentlich, kann man Trump nochmal, also seine Steuersenkungsmaßnahmen anführen, der ist eigentlich völlig abgeschafft. Inwiefern ist denn hier überhaupt noch von Liberalität zu sprechen? Der Ansatz, den ich versucht habe, Ihnen plausibel zu machen, und Sie haben das ja auch höflich quasi als möglichen blinden Flecken identifiziert, lässt sich in der Tat nicht so einfach vereinbaren mit Argumenten, wo man sagt, ein gewisses Maß von, sagen wir mal ganz plakativ, Ungleichheit ist ipso facto automatisch sozusagen die rote Linie, wenn man über die hinausschreitet, ist es automatisch nicht mehr demokratisch. Was es aber schon in den Vordergrund stellt, ist diese Erwartung, dass Bürgerinnen und Bürger einer Demokratie sich mit einem gewissen Maß an Mindestmaß an Respekt begegnen müssen. Und eine gewisse Form von Ungleichheit schlägt darauf durch, dass man einfach sagt, okay, wir sehen die anderen gar nicht mehr als Teil unseres Gemeinwesens, wir nehmen auch deren Erfahrungen überhaupt nicht mehr wahr, uns verbindet auch de facto gar nichts mehr mit denen. Also eine etwas psychologischere Komponente, wo man sagen kann, das ist sicherlich eine mögliche Folge dieser enormen Diskrepanz. Und das ist auch wiederum sicherlich völlig berechtigt, dann zu sagen, gut, es gibt schon einen Unterschied zwischen Leuten, für die halt das ständige Fliegen sozusagen halt Teil ihrer Lebenswelt ist, die sich gar nicht mehr vorstellen können, dass es da auch unten auf dem Boden noch irgendwie Leute gibt, die halt ganz anders leben. Das ist sicherlich Teil davon. Also insofern, denke ich, gibt es eine Möglichkeit, auch von diesem Rahmen her wieder zu den Punkten zurückzukommen, die Ihnen am Herzen liegen.
Gleichzeitig wäre es aber falsch zu sagen, naja, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, ist quasi nur nochmal Sozialdemokratie ein bisschen anders verpackt, mit dem L-Wort dran drauf geht. Das ist schon was anderes. Aber es ist vielleicht auch ein Weg, es wäre wieder etwas strategischer gedacht, zu sagen, gut, wenn man das ernst nimmt mit diesem Offensein für gewisse Erfahrungen von Grausamkeit, ausgeliefert sein und so weiter, und das sozusagen da auch mal zuhört, dann werden diese Zahlen, die ja für viele Leute auch relativ abstrakt sind, plötzlich real im Sinne von, aha, das ist das, was das heute bedeutet. Ja, dass halt diese Einkommensschere so auseinanderklafft inzwischen. Und Mischa Gabovic hat sich gemeldet. Ich mal hier hin. Vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage geht vielleicht in so eine ähnliche Richtung wie die von Martin Schad. Ich habe in dem Buch viele sehr interessante normative Anregungen gefunden, mit denen ich auch übereinstimme und habe es als sehr begriffsschärfend empfunden. Mich würde jetzt interessieren, erstens, was könnte das denn für ein institutionelles Design der Politik bedeuten? Also es kann ja nicht einfach nur darum gehen, sozusagen unser Bewusstsein ein bisschen zu verändern und zu sagen, steht mal auf und hört den Leuten zu. Sondern das muss sich ja irgendwie auch in politischen Institutionen niederschlagen. Wie genau könnte das aussehen? Das heißt, was müsste man an den heutigen politischen Systemen, sagen wir mal des Westens, ändern, damit sie stärker in so eine liberale Richtung gehen können? Das ist das Erste. Und das Zweite ist ja, bei aller Liebe zur Ideengeschichte, solche politischen Umwälzungen haben ja immer auch einen bestimmten sozialen Hintergrund. Ja? Also wir können nicht über den Liberalismus sprechen, ohne über die Geschichte des Bürgertums zu sprechen zum Beispiel. Wer könnte in den heutigen Gesellschaften die gesellschaftlich treibende Kraft sein hinter so einem erneuerten Liberalismus der Furcht und der Freiheit? Jetzt außer den Vielfliegern, ja. Zum ersten Punkt. Also, ja, genau. Zum ersten Punkt. Also es gibt sicherlich eine ganze Reihe von institutionellen Möglichkeiten, Experimenten, die sozusagen diesen Imperativ des Zuhörens jetzt nicht zu so einer Sonntagsrede verkommen lässt, von wegen, ja, wäre ja schön, wenn wir irgendwie mal auch andere Leute treffen, die ganz anders leben, sondern das kann man ja auch ein bisschen stärker herbeiführen. Ein Beispiel dafür. Es gibt ja schon eine Reihe von Experimenten, wo man gesagt hat, wir übergeben jetzt zwar nicht den ganzen Entscheidungsprozess an zufällig ausgewählte, aber in gewisser Weise auch repräsentative Bürgerinnen und Bürger. Aber wir schaffen denen ein Forum, sodass die mitdiskutieren, Positionen entwickeln können und sagen können, aha, jetzt kommen auch mal Leute zu Wort, die eben nicht Berufspolitikerinnen und Politiker sind und nicht nur Journalistinnen und Journalisten, sondern auch ganz andere Leute. Also die bekannten Experimente wie in Irland mit dieser Verfassungsänderung oder dem, was häufig in den USA als das Oregon Model bezeichnet wird, wo man also sagt, es gibt gewisse Volksabstimmungen, aber das wirft man den Leuten dann nicht einfach so vor die Füße, also jetzt ja oder nein, sondern man wählt also per Zufallsprinzip Leute aus, aber auch so, dass es schon irgendwie auch ein bisschen repräsentativ ist. Also man könnte ja, wie ein empirisch arbeitender Kollege von mir sofort gesagt hat, ja, wenn ich das aber 3500 Jahre lang mache, dann habe ich irgendwann zufällig ausgewählte Leute, die alle Neonazis sind. Also um das zu vermeiden, ja, kann man das sozusagen so ein bisschen strukturieren, dass es halt wiederum schon auch gewisse Schichten abbildet. Und das ist natürlich keine Patentlösung, völlig, völlig klar. Aber wenn man sozusagen diese Forderung ernst nimmt und sagt, ich möchte auch wirklich mal was hören, was ich eben nicht immer höre und was natürlich auch eine gewisse Bereitschaft von einem selber verlangt. Also man kann das nicht nur immer fordern, aber eigentlich interessiert es mich ja doch nicht, mit Leuten mal zu reden, die irgendwie andere Lebenswelten erfahren. Wenn man wirklich bereit ist, das zu machen, dann ist das zum Beispiel ein Weg, das institutionell auch umzusetzen. Fatal ist, glaube ich, die Tendenz, das dann sozusagen sofort auszuspielen gegen die Parteidemokratie oder zu sagen, es ist ein Entweder-Oder. Idealerweise ist es so, dass man in gewisser Weise beide Seiten zusammen stärken könnte. Also wenn die Parteidemokratie und generell die vermittelnden Institutionen, zu denen bekanntermaßen auch die Medien gehören, in irgendeiner Weise besser werden, dann werden auch diese Experimente besser und andersrum. Und wir hören zwar immer ganz, ganz viele schlimme Sachen über die Schweiz, ja? Also dass man da keine Minarette mehr bauen darf und so weiter. Aber wenn man ein bisschen näher hinschaut und sagt, was passiert eigentlich sozusagen generell mit diesen Abstimmungen, dann stimmt es keineswegs, dass da ständig also nur Rechtspopulisten gewinnen und jede direkte Beteiligung führt nur dazu, dass also immer die größten Demagogen reüssieren. Nein, Sie können jede Menge Beispiele dafür finden, dass
dass also auch Leute, die sagen, ich gehe zwar selber nie in die Oper, aber ich stimme trotzdem mit Ja dafür, dass jetzt im Kanton so und so irgend sowas gebaut wird. Ja? Also man kann sozusagen beides, man kann beides im Spiel halten, man muss es nicht gegeneinander ausspielen. Und da, denke ich, gibt es ganz, ganz viele institutionelle Möglichkeiten, die gerade in Ländern mit Verlaub wie unserem, wo ja immer gerade irgendwie Beteiligung immer noch mit großem Vorbehalt gesehen wird, ja, aufgrund gewisser historischer Erfahrungen, schon ein bisschen mehr Spielraum da wäre. Zur zweiten Frage, wer soll der Träger sein? Also es reicht jetzt offenbar nicht mehr, dass man eine Theorie liefert, da muss man auch den Träger immer gleich mitliefern. Also das würden Sie doch John Rawls nicht fragen, oder? Wer ist denn jetzt der Träger Ihrer Theorie eigentlich? Ja? Also insofern... Nee, genau. Also ich kann Ihnen da, muss ich wirklich passen. Also das ist das so denke ich auch über diese Interventionen nicht nach. Das ist ein gewisses Angebot. Es richtet sich natürlich, das ist jetzt nicht besonders überraschend als Aussage, vielleicht schon an ein gewisses Milieu, das sich vielleicht angesprochen fühlt von gewissen Kritikpunkten am Liberalismus heute und das vielleicht etwas offener ist für diese Richtigstellungen und vielleicht etwas offener ist für den Gedanken, dass man eben diese Frontstellungen, wie sie zum Teil von interessierter Seite vorgegeben werden, nicht einfach so übernehmen sollte und sich nochmal Gedanken macht darüber, wie man gewisse Prinzipien eigentlich versteht. Aber prinzipiell sollte das für alle zugänglich und offen sein. Habe ich irgendjemand übersehen? Ja, wenn alle, die öffentlich zu Wort kommen wollten, schon zu Wort gekommen. Ah, okay, gut. Hat denn keiner ein Co-Referat? Es hat mal so einen Begriff gegeben von Galtung, strukturelle Gewalt. Heiß diskutiert, fast vergessen. Strukturelle Gewalt existiert. Sie können das sehen in der Bundesrepublik, da sind 9 Millionen Teilzeitbeschäftigte, prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Das ist eine Angstquelle. Sie können das sehen im akademischen Prekariat. Das ist eine Angstquelle. Sie können die Wege, bis Sie überhaupt solche Positionen bis zur professoralen Weihe also verlaufen, sind Sie Abhängige. Sie sind ausgesetzt, wie in einem Gutsherrenmodell, von Professoren, die Sie sozusagen in einer MeToo-Bewegung auch mal anfassen könnten, wenn Sie möchten. Aber lassen Sie mir die Spitze. Diese Verhältnisse existieren und sie sind, wie Sie das vorhin natürlich gesagt haben, zu den Medien geschaffen worden und insbesondere von den Sozialdemokraten ab 98. Das ist das Faktum. Das heißt, das, was eigentlich in Ihrem Buch im demokratischen Zeitalter so schön drinsteht, das ist eigentlich kein Zeitalter der Sozialdemokratie, sondern der Christdemokratie gewesen ist, dass all diese Errungenschaften, Sicherheit zu gewähren als Staat, mit einer entsprechenden Arbeitsschutzgesetzgebung systematisch abgebaut wurden. Das ist Gewalt. Sie haben einen zweiten Punkt angesprochen, zu den Medien. Völlig rausgelassen die Strategie von Berlusconi in Italien. Sie haben ein klasse Modell in Europa gehabt, in dem sozusagen die Medien durchprivatisiert wurden mit also wirklich einem Strich der Verblödung und der in dem Sinne wirklich von Orwell geliehen, dem Ministerium, also der Wahrheit. Nur eben auf den entsprechenden Fernsehstationen. Das ist alles gegeben. Die Polen kopieren das nur. Also ich meine, die Furcht, von der also Frau Sklar ne, gesprochen hat, existiert doch. Und wenn nicht, wird die Furcht produziert. Wenn Sie in die USA zurückgucken, wie strukturell die Red Scare in den 20er Jahren war, wie die Furcht gegen die Gewerkschaftsbewegung in den Jahrzehnten davor also betrieben wurde, wie der Negro in seinem unendlichen sexuellen Appetit von W.C. Fields in dem Film dargestellt wurde. Es ist alles existent. Die Frage ist doch eher, warum gibt es für diese Angst kein Forum, dass man sie benennt und dass man die Personen benennt? Im Berlinischen würde man sagen, dass man sie bei den Eiern kriegt. Reaktionen? Bleib jetzt nicht ganz in dem Bild, was Sie zuletzt vor unseren Augen aufgebracht haben. Nee, schon klar. sogar den liberalen Eliten ist das der Begriff geläufig.
Ja. Nee, Sie haben natürlich völlig recht, aber das war ja auch der Punkt zu sagen, man kann sozusagen auch eine Sprache finden für diese Erfahrungen von ausgeliefert sein, die in der Tat zunehmen. Also stimme ich Ihnen völlig zu. Ich denke nur, die Frage ist ein bisschen auch, worin dann genau die Gegenstrategie bestehen soll. Es ist ja heute sehr populär geworden zu sagen, naja, wir müssen eigentlich sozusagen das wieder schaffen im Sinne von Einbettung. Also der Theoretiker der Stunde Polanyi, jeder redet jetzt davon, wir müssen alles wieder irgendwie einbetten, weil sonst haben wir eine Wiederholung einer Geschichte, wo halt durch die sozusagen die Entfesselung der Marktkräfte einfach Gesellschaften so destabilisiert wurden, dass wir halt wirklich wieder beim Autoritären landen. Ich habe auch viel Sympathie dafür. Ich fürchte nur, da ist man zum Teil noch, hat man die Tendenz, den Gegner in Anführungszeichen zu unterschätzen. Es gibt natürlich, klar, also es ist kein Problem, jetzt irgendwelche Verfechter von der totalen Deregulierung und so weiter zu finden. Also diesem völlig dem Klischee des alltagssprachlichen Gebrauchs von Neoliberalismus entsprechen. Aber vieles von dem, was die eigentlichen Denker und auch Akteure zum Teil gepusht haben, als die Welt geschaffen wurde, die Sie jetzt auch für uns beschrieben haben, es ist nicht so, als wäre denen der Gedanke gar nicht gekommen, dass man da auch wieder einbetten muss, dass man nicht einfach die Leute einfach nur rausreißen kann. Sie haben halt nur andere Vorstellungen von Einbettung gehabt, nämlich das Familienleben, neokonservative Vorstellungen von Disziplin und Tradition und so weiter und so fort. Nun kann man sagen, gut, das hat nicht funktioniert, das ist weggebrochen, das war vielleicht auch normativ gar nicht so attraktiv, wie die Leute das zum Teil dargestellt haben. Aber man muss auch schon ein bisschen, denke ich, sehen, dass es mit dem Neoliberalismus zum Teil nicht ganz so einfach ist, wie es jetzt im Nachhinein manche Leute darstellen. Als sei das also, weil denn sonst wäre das ja auch, wenn es sozusagen einfach so primitiv gewesen wäre, von wegen nur Deregulierung, Gier ist gut und so weiter, dann wäre ja keiner diesen dritten Weg mitgegangen. Da gab es ja genug Argumente, die auch ein bisschen anders aussahen. Und deswegen, wie so häufig in der Geschichte, das wäre vielleicht nochmal so ein, ohne jetzt, wie gesagt, da diesen Namen hoffentlich zu missbrauchen, das wäre nochmal so ein Tony Judd-artiger Gedanke, dass zum Teil die Vergangenheit, die gerade hinter einem liegt, ist zum Teil am schwersten zu verstehen. Weil wir meinen alle, wir kennen das. Aber wir gucken in den Rückspiegel und der Rückspiegel verzerrt zum Teil auch. Und wir denken, ah ja, wir müssen nur nicht das machen, was in den 90ern passiert ist. Aber dazu müssen wir erstmal genau hinschauen, was da eigentlich wirklich passiert ist. Und das wäre, glaube ich, nochmal der Mühe wert, zu sagen, gut, warum haben denn so gewisse Rhetoriken damals verfangen? Dass wir das heute sehr skeptisch und negativ bewerten, ist völlig in Ordnung. Aber da nochmal minutiös zu schauen, okay, war das wirklich so offensichtlich und macht man da vielleicht den gleichen Fehler jetzt nochmal, weil man schon vergessen hat, wie es damals lief, würde ich Ihnen nochmal auf sehr pedantische Weise versuchen nachzubringen. Wenn Sie noch eine Frage beantworten könnten, gab es jemanden ganz hinten? Ah, hallo. Herr Offe. Ja, die letzten Beiträge haben mich angeregt, diese zwei Fragen noch aufzubringen. Zum einen, wenn man sich mal auszählt, wo das Adjektiv liberal bzw. Substantive wie Liberalisierung oder liberale Demokratie vorkommt, dann sind es zwei Zusammenhänge, in denen das passiert. Einmal eben liberale Demokratie, Grundrechte, Schutz, aber zum anderen wirtschaftliche Liberalisierung, das heißt Entschränkung und Entregelung von Marktprozessen und das Schutzanspruch des Ersten kollidiert mit dem Schutzentzug des Zweiten. Wenn ich mich verkürzt ausdrücken darf, also alles, was mit Wettbewerbsfähigkeit und Austerität und Deregulierung und so weiter zusammenhängt. Und das ist eigentlich der Clash, mit dem wir es heute zu tun haben, dass die liberale Demokratie offensichtlich unfähig ist, mit den Problemen einer Wettbewerbs- und Marktgesellschaft, die immer Verlierer erzeugt, nicht wahr? Sonst gäbe es keinen Wettbewerb. Also wie die beiden kompatibel gemacht werden können und koexistenzfähig. Ja? Das ist die zweite Begriff, der im Englischen, glaube ich, etwas häufiger ist als der Liberal Democracy, Market Liberalization. Da
gibt es ein Spannungsverhältnis, das in unserer Realität, und da gab es ja verschiedene Beiträge, die das auch ausgeführt haben, angesprochen haben, die zweite Bedeutung überwiegt und ist in der Öffentlichkeit vielleicht sogar in größerem Maße zustimmungsfähig oder in den Medien verbreitet oder so etwas. Und diese beiden Liberalismen, die sich da im Wege stehen gegenseitig, auf ihre Konflikthaftigkeit zu untersuchen, das wäre, denke ich, angesagt. Aber das führe ich jetzt nicht weiter aus. Der zweite Punkt ist der, also Rechte schützen Rechtsgüter. Also die Eigentumsfreiheit, das Eigentum und die Wissenschaftsfreiheit, die Wissenschaft, die Meinungsfreiheit des First Amendment oder des Artikel 5 des Grundgesetzes, was schützt die eigentlich? Anders gefragt, gibt es eine Definition dafür, was eine Meinung ist, die Schutz verdient und die sich unterscheidet von einer, die nicht keinen Schutz verdient. Also ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, dass der Mond aus grünem Käse besteht und dass das auch in den Schulen gelehrt werden sollte und alle anderen Menschen. Ist das eine Meinung oder wo fängt eine Meinung an und wo hört der blanke Unsinn auf? Mhm. Kann man da nicht sozusagen etwas strikter sein? Und Anforderungen an, das ist auch zum Teil eine juristische Frage, Meinungsfreiheit, was schützt die eigentlich und wo hört sie auf zu schützen? Danke. Okay, zum ersten Punkt, also ich kann natürlich nur zustimmen, dass es dieses Konfliktverhältnis gibt. Was ich nur als Fußnote anmerken würde, ist, dass natürlich die demokratische Seite auch ein komplexes Gebilde ist. Also ich will jetzt gar nicht einem Schumpeterartigen Verständnis von Demokratie das Wort reden, aber dass das eben auch nicht nur demokratische Gleichheit ist, sondern auch eine regulierte Form von Konflikt, wo es halt auch Verlierer gibt, die halt sich damit abfinden müssen und hoffen müssen, dass sie das nächste Mal doch wieder Mehrheiten bekommen, aber dass das eben auch nicht dann sozusagen ein reiner Konsensprozess ist, sondern dass es auch ein konflikthafter Prozess sein soll, ist völlig klar. Daraus folgt nicht, dass es sozusagen jetzt symmetrisch am Ende aussieht, wie das manche Theoretiker ja auch versucht haben aufzustellen, völlig d'accord. Aber es ist halt auch nicht ganz so schwarz und weiß, wie man es zum Teil darstellt, um halt sozusagen dieser Marktseite möglichst kritisch zu kommen. Würden Sie nicht tun, weiß ich, aber nur als Anmerkung dazu. Was schützt die Meinungsfreiheit? Also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Gründen. Ich denke, ich würde nur zwei Sachen sagen. Erstens, ausgehend von dem Beispiel, was Sie genannt haben. Es gibt natürlich gerade in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, den Grundgedanken, dass nicht jeder Beitrag ist wirklich ein Beitrag zur Wahrheitsfindung oder auch zur politischen Willensbildung. Manche Sachen sind einfach Ausdruck der Persönlichkeit. Und solange wir ein gewisses allgemeines Persönlichkeitsrecht haben und man das Gefühl hat, ich muss mich irgendwie halt ausdrücken können in dem, was ich wirklich bin, habe ich natürlich keinen Anspruch darauf, dass mir andere Leute dabei auch zuhören oder diese Meinungen dann auch übernehmen. Es wäre aber, denke ich, zu sehr ein Kurzschluss zu sagen, alles, was empirisch irgendwie dubios ist, muss jetzt erstmal verboten werden, weil es eben nicht nur darum geht, dass wir alle reden, um die eine Wahrheit zu finden, um die geht es in der Demokratie eigentlich sowieso nicht, sondern es gibt noch ganz viele andere Gründe, warum man Leute sich einfach primär mal ausdrücken dürfen. Wie vorhin schon mal angedeutet, also meiner Wahrnehmung nach, soweit ich diese empirischen Studien nachvollziehen kann, ist das Problem nicht, dass jetzt wirklich Heerscharen unserer Bürgerinnen und Bürger, Mitbürger, sich von der Rationalität verabschiedet haben und gesagt haben, also hier, ich glaube nur noch an Ihr Beispiel oder Creationism und so weiter, da fahre ich voll drauf ab, das gibt es natürlich. Aber das ist wirklich eine Frage von Strukturen ist und von Strukturwandel. Und zum Teil, weil halt Sachen abgeschlossen werden, zum Teil aber auch, weil es neue Einschränkungen von Meinungsfreiheit gibt, die gar nichts mit Zensur zu tun haben. Das ist also auch in Amerika inzwischen sehr deutlich zu sehen, dass sie sozusagen, sie werden zugeschüttet mit anderen Meinungsäußerungen, ja, online, die dafür sorgen, dass sie gar nicht mehr gehört wurden. Aber niemand sagt offiziell, sie dürfen das nicht sagen oder es kommt die Polizei oder die Richterin verbietet ihnen das. Es ist sozusagen eine neue Form auch von in gewisser Weise Einschränkungen, die in diesem Fall wirklich was damit zu tun haben,
dass diese Technologie neue Möglichkeiten bietet. Und da ist natürlich letzter Gedanke, in gewisser Weise schon ein viel weiter fortgeschritteneres Fortbild, weil ich gerade auch dieses schöne Bild da sehe, an der Tür, China, wo ja zum Teil natürlich klar, wird einfach verboten. Aber es gibt eben auch diese Strategie von Flooding, wo einfach sozusagen durch die Flutung mit anderen Meinungen und anderen Äußerungen plötzlich gewisse Stimmen gar nicht mehr gehört werden. Aber ohne, dass jemand sagen könnte, ah, ich habe doch hier mein Modell aus dem 19. Jahrhundert, ich muss ja sozusagen das Recht verteidigen. Das Recht ist geachtet worden. Es ist nur durch die Rahmenbedingungen dafür gesorgt worden, dass diese Stimme de facto gar nicht mehr gehört werden konnte. Und das sind, denke ich, so Verschiebungen, auf die wir noch sicherlich keine adäquaten Antworten haben. Und wo auch ist sicherlich der Mühe wert wäre, zu sagen, gut, da experimentieren jetzt verschiedene nationale Rechtssysteme mit rum und schauen, was ist machbar. Und wo man auch viel voneinander lernen könnte, eben wenn man, gerade wenn man vielleicht auch bereit ist, nicht ganz so provinziell zu sein und nicht wie die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen zum Teil immer so eine völlige First Amendment Orthodoxie zu haben, das ist die einzig normativ vertretbare Antwort. Oder vielleicht aber auch mit Verlaub zum Teil in Deutschland, wo man sagt, naja, wir sind ja die Einzigen, die was aus der Geschichte gelernt haben und deswegen auch immer sozusagen mit unserem würdezentrierten Modell automatisch den anderen gegenüber recht haben. Ich möchte vorschlagen, dass wir die Diskussion über ein Glas Wein fortsetzen. Das gibt reichlich unten. Aber erstmal möchte ich Jan Werner Müller und der Surkamp Verlag für den Vortrag danken. Danke Ihnen.